Alter, das ist so eine fucking Arbeit. Wollen wir anfangen? Bro, du sagst mir, wenn es losgeht. Ich rede sowieso die ganze Zeit. So, sind wir gleich gross? Ja, wir können da nicht irgendwelche Business Insight. Also das, was wir vorhin jetzt gerade besprochen haben, das ist, da geht es um Millionenbetrag. Und da sind Namen genannt worden, wo, weißt du, ich meine? Ich schneide rein, wo ich sage, wenn wir anfangen. Wo nicht einmal der KGB weiss die Namen. Gut, dass ich das weiss. Redest du jetzt in einem Mikrofon, aber ich merke nicht. Er redet jetzt im Producer-Mikrofon. Gut, dass ich das weiß. Und ich habe meine imaginäre Producer-Headphones. Er redet mit sich. Genau. Alright. Ton, gut. Das ist immer. Bild. Super. Zumindest die eine Kamera. Auf der anderen ist der Matteo. Bam! Da sind wir. Viel gut Podcast. Ich fühle mich gerade wirklich gut. Vor allem, wenn die Leute nicht mitbekommen, was du gerade vor 2 Sekunden gesagt hast, bevor das Mikrofon angegangen ist. Was? Ja, die Bilder sind gut, außer dort, wo der Matteo drauf ist. Dankeschön. Hey. Ja, das hätten wir noch mitgekriegt. Das hätten wir noch mitgekriegt. Such dir einen neuen Opener. Ja, du hast jetzt ein paar Mal, ja. Support gespielt. Ja. Ja. Gut gesehen? Bitteschön, gang. Dass du, sobald du mich announced hast, der Laden voll ist. Bitte gangst. Wie zum Beispiel in Luzern. Luzern. In Luzern sind 7 Tickets verkauft worden und dann haben wir noch am Nachmittag auf Instagram postet, dass ich komme. Und das Partner hat nicht mehr genug Stühle gehabt, um alle Leute unterbringen, ab dem, wo mein Name announced genau. worden ist. Genau. Dann sind noch 3 Tickets zurückgegeben worden. Genau. Und das wäre ja eigentlich auch schön, wenn man das ankriegt, dass Menschen Tickets zurückgeben, wenn sie wissen, dass man auftritt. Jo, also ich habe den Erik Weber auf meinem Podcast noch nie interviewt. Jetzt sind wir schon wieder beim Erik Weber. Ich glaube, sobald ich das gemacht habe, ist dann vorbei eigentlich mit dem Bucht. Ich mache jetzt noch Arosa und nach Arosa kümmere ich mich darum, dass ich gecancelt wird. Nach Arosa, denke ich, ist der Höhepunkt meiner Karriere erreicht und ab dann kann ich wirklich... Du bist in Arosa. Wie heißt es? Comedy... Come on. Wie heißt's? Das heisst Arosa Humor Festival. Nein, das Event, wo du auftrittst. Das weiss ich doch nicht. das wäre jetzt der Event gewesen, wo du hättest können pushen. Aha, ja, nein, das... Comedy Talent... Jo, Apero Risch in der Sauna-Fick-Hütte. Ich weiss es nicht. Es gibt diverse Vödeln und Biberschwanz. Apero Risch. Ja. Nein, sie haben den Swingerclub Kristallgrotte. Die haben sie alle eingeladen. Sind in der diverse Ü50er in Latex und Leder. Das ist ein schwieriges Wort. Dann erzähle ich denen ein paar Witze. Zwei Wörter. Latex. Es ist Kopfdami 12 Uhr morgen, okay? Aber wenn du jetzt das Jahr schon in Arosa auftrittst, ich tritt das Jahr zum ersten Mal in Arosa auf. Jo, aber das heißt, ich tritt nur wegen dem SRF. Sind am gleichen Punkt. Nein, aber du trittst ja auf, weil du als du bucht wirst. Yeah. Ich tritt ja auf, weil ich da beim Spasspreisli mitgemacht habe. Das ist ja, warum ich tritt ja auf, als SRF händeringend nach Nachwuchstalent sucht und keine gefunden hat und darum mich bucht hat. Das ist, und um alle Schädler. Sie sind wirklich vergebens auf der Suche, weil egal wer sie buchen, es geht oft immer in die Hose. Weißt du, was du dort machst? Alter, wahrscheinlich extrem viel Glühwein konsumieren. Ich weiß nicht, es ist in so einem... Aber bist du mehrere Tage? Also, nein, ich bin ein Tag. Also ein Tag trittst du auf und dann bleibst du irgendwie noch? Nein, oder? Gottes Willen, was will ich da oben? Hey, das war jetzt aber genau die Moment. Der gute gewesen. Schnee ist in Zürich schon. Das war jetzt die Moment gewesen für, weißt du, so Connections, irgendwie so Künstleressen und... Verarscht. Sie zahlen mir nur eine Übernachtung. Was will ich denn da oben bleiben für 200 Franken pro Nacht, um dann in der grossen Bühne neben dem Trudi sitzen und irgendwelche Leute zuschauen, wie sie auf diesen komischen... Was ist das gewesen, Alter? Weißt du das gewesen, wo Amarosa Humor Fest... Sieht ja gut aus, aber ich denke, ich kann nichts damit anfangen. Wo sie auf diesen Hoverboards mit so Segel rumgefahren sind. Keine Ahnung. Irgendein Duo...
Ich glaube, die Lapsus. Sind auch rosa. Kann sein. Also Lapsus moderiert gerne die Best of Show. Nein, es waren zwei Typen, die... Also es hat wirklich, es hat richtig gut ausgesehen, aber es ist einfach, ich kann nicht damit anfangen. Sie haben da eine Zeit lang da die... Lapsus! Die Rollbrettchen, die Rollerdinger gegeben, wo der Mike Tyson sich dann auf den Dach gelegt hat. Lapsus. Und die haben einen Windsegel dran gemacht und so, zur Musik ein Choreo gemacht. Sicher Lapsus. Ja. Hats off zu dem. Der Groß mit der Brille und der Klein. Ja. Was ist seine Figur? Ich weiß nicht mehr, was genau. In so einem orangen Overall. Dann denke ich mir so, was bringt es mir mit diesen Leuten zu networken? Also was, ich schüttle gerne die Hand und wie gesagt, all the best to them, aber ich, weiß ich meine, ich mache Josef Fritzlwitz und sie machen Windsurfen auf einem Rollator. Also, das ist Comedy in der Schweiz. Ja. Es kommt immer alles zusammen. Mm. Das ist ja das Schöne. Es kommt alles zusammen. Es ja, aber jetzt. Es kommt alles zusammen, Alter. Es ist, wenn du in der Schweiz sagst, du machst Comedy, es könnte alles sein. Richtig. Es könnte Stand-up sein, es könnte Kabarett sein, es könnte eine One-Man-Show sein, du könntest ein lustiger Zauberer sein. Gut, das ist bis jetzt alles das Gleiche. Ja. Ab und zu, wenn ich Stand-up mache, bin ich auch Zauberer, weil ich die Stimmung verschwinde. Das ist einer meiner besten Tricks. Also, was ich schon gemerkt habe, ist, dass ja Kabarett ist ja ein rein deutschsprachiger Begriff. Das heisst, per Definition war zum Beispiel, was finde ich toll, der Josef Harder, Top-Kabarettist, ist per Definition eigentlich auch ein Stand-Up-Comedian. Nein, ich glaube, im englischsprachigen Raum ist das, was hier Kabarett ist, also vielleicht auch Kabarett und Satire nennen die, glaube ich, One-Man-Show. Nein, eine One-Man-Show ist auf dem Solo-Programm. Aha, wow, okay. Du kannst argumentieren, wenn es wirklich keine Lacher hat, kannst du sagen, es ist Spoken Word. Aber nach der Definition habe ich auch schon sehr viel Spoken Word. Ich kann, nein. Also wenn es einfach nur darum geht, dass man keine Lacher hat, dann habe ich schon ein paar TED-Talks gegeben. Das ist genau, TED-Talk war es. Ein paar TED-Talks. Nein, aber eine One-Man-Show ist, klar, eine One-Man-Show kann auch ernst sein. Aber schlussendlich auf das Solo-Programm. So, Und ich glaube, Stand-Up würde ich eben schon per Definition auch sagen, es ist Kabarett. Weil, was ist denn da? Kabarett ist ja Acting und Monolog. Nicht unbedingt. Ich sehe einfach in Kabarett nicht unbedingt das... wie soll ich sagen? Ich habe noch nie Kabarett... Jo. Okay, nehmen wir den Carlin. Der Carlin ist doch ein klarer Kabarettist gewesen. Müssen wir jetzt Kabarett definieren? Eben. Für mich sind Kabarettisten zum Beispiel Leute, die verschiedene Rollen einnehmen oder Kostüme haben oder wirklich Schauspiel ohne, wo eine, wie soll ich sagen, also das wenige Kabarett, das ich mir zu Gemüt geführt habe, sind eher Leute, die einen Graben haben zwischen Publikum und sich. Es ist eine klare, ich habe noch nie Kabarettist gesehen Crowdwork machen. Ich habe noch nie Kabarettist gesehen gehackelt werden und sich darauf reagieren. Weißt du, was ich meine? Das passiert nicht. Ja, gut, Gefühl, will sie halt schon erfolgreich sein. Ich glaube, irgendjemand dort, für mich ist sicher die Grenze. Weil, wo würdest du sonst in der Welt, ich glaube, Kabarett ist ein rein deutschsprachiger Begriff. Vielleicht ist es das Gleiche, aber sie denken auch, sie sind etwas Besseres. Ja, das kann ja dann auch wieder eine Definitionsfrage sein. Das ist Kabarett, ja. Stand-up ist doch Definition einfach der Mensch und ein Mikrofon, oder? Wo Leute zum Lachen bringt. Meistens. Wo Jokes macht. Meistens. Abgrenzung zu Comedy und Stand-up-Comedy. Ha? Siehst du? Mittermeier, Django Asyl, Josef Harder oder Alfred Dorfer immer wieder nur schwer eindeutig dem Kabarett oder der Comedy zugeordnet werden. Ja, nein, das Kabarett Comedy ist mir ja klar. Comedy ist alles, was dich zum Lachen bringt. Sketch-Comedy ist Comedy. Ein Satiriker kann Comedy machen. Das ist ja völlig... Ein Late-Night-Show-Host kann Comedy machen. Comedy ist einfach, does it make you laugh? Yes, it's Comedy. Stand-Up-Comedy für mich ist Setup-Punchline. Das ist jemand, Jokes erzählen, das ist Stand-Up-Comedy. Yeah. Und Kabarett ist teilweise lustig, weil sie Acting machen. Für mich ist der Otto Walkes ein Kabarettist gewesen. Oder ah, siehst du jetzt? Finde ich eben null. Ja, aber auch schon ein bisschen speziell. Ja, natürlich. Ich warte noch auf sie MeToo-Case. Ich warte. Er muss! Irgendetwas. Alter, du bist doch nicht so drauf, wie der drauf ist.
ohne dass du irgendwo eine Leiche im Keller hast. Also egal was, ob es gar nicht, dass jemand auf die Brust schießt. Ich warte noch darauf, dass irgendeine 80-jährige Domina aus der grossen Freiheit in Hamburg so wirklich so Marlboro Rot rauchend in einem Hotelzimmer ein Interview gibt, wie sie anno dazumals 1991 im Otto-Wagen auf die Brust gegangen hat. Ich warte. Der Otto. Alter. Also ich habe schon gehört, dass er Gas gibt. Was, Gas gibt? Also pupft oder was? Nein, sondern eben, der hat sehr gern seinen Spass in der Liebesszene gehabt. Ja, so. Alles andere ist ja auch, also wenn du aussiehst wie nah, musst ja die Welle reiten, vor, solange du den Erfolg hast, fix. Also es geht ja. Du musst ja, hast du mal... Du meinst, es gibt einen Hashtag MeOtto. MeToto. Nein, aber also, ich weiß auch nicht. Er hat ja so Pratfalls gemacht, er ist ja umgekehrt auf der Bühne und so. Ist nicht mal der Otto sogar in den USA? Wer ist in den USA? Es hat eine Zeit lang, als man gehört von Joe Rogan, der Joe Rogan hat auf einem Podcast erzählt, dass in den 90er mal ein sehr grosser deutscher Comedian in Comedy Store gegangen ist. Ja. Yeah. Und dort aber... überhaupt nicht das gemacht hat, was sie gemacht haben. Also er hat wirklich Pratfalls gemacht und eben Acting gemacht und es hat halt nicht funktioniert. Und der Einzige, der mir in den Sinn kommt, in dem Zeitraum, wo halt wirklich gross genug gewesen war, yeah, um das probieren, war der Otto gewesen. Aber ich weiß es nicht. Ja. Yeah. Ist dir vorstellen, Alter. Otto Walkes und dann der Joey Diaz. Ja, das ist eine Möglichkeit. Aber was mir aufgefallen ist, als ich in den USA gesehen bin, Comedy schauen, die fangen langsam an, eben ein Genre Stand-Up-Comedy auch ein bisschen auszuweiten. Und auf einmal lässt einer ein Lied laufen im Comedy Store. Oh. Und macht dann eben auch Acting dazu. Da hat es einen Einspieler gehabt. Ich weiß nicht, wie er heisst. Wo er so findet, nervt dich das auch immer, wenn die Navi dir in den Song reinschwätzt. Und dann spielt er wirklich, aus, wenn er auf dem Barhocker ist und so quasi am Fahren ist. Und dann läuft Backstreet Boys. Und alle wissen, was kommen wird, logischerweise. Aber er singt dann halt so, er tut so, als würde er dazu singen. Backstreet Boys und irgendwann macht er so: In 200 Meters, turn left. So mega laut, oder? Und dann nervt er sich und dann singt er weiter und dann kommt es wieder. So, und dann habe ich so gedacht: das kenne ich von unserer Breitengrade irgendwie. Oh ja, nein, das kenne ich zu Genüge. Kenne ich das. Ich kenne Leute, die nehmen ein E-Piano mit auf die Bühne. Wieso nicht? Und erzählen vier Witze und dann singen sie ihr Cover von einem Rihanna-Song mit auf Schweizerdeutsch. Hm. Ich finde es funny. Es ist einfach. Also es kommt einfach so, wenn zwei Leute... Ich habe nicht gewusst, dass der Moritz Schädler mittlerweile ein E-Piano hat. Nein, der Moritz Schädler hat die Flöte, wo eine Klaviertaste dran hat. Ah, yeah. Das hat der Moritz Schädler. Das ist eine Modern Talking... Oh Gott. Nein, ich finde es lustig. Also ich habe schon wirklich Leute gesehen, die auch mit Musik richtig hart abgehen. Also mhm. Wo wirklich Musik lustig machen, finde ich noch viel schwieriger. Ja. Ein lustiger Song, das ist dann ein Song, der Leute zum Lachen bringt, ist dann wirklich so, weil es muss ja trotzdem noch viel mehr Elemente um ihn stimmen. Aber ich finde es trotzdem am lustigsten, wenn er auf der Bahn steht und Scheiße von seinem Leben erzählt. Das für mich, ich auch. Für mich ist das Ultimative, wenn Leute sich über sich selber lustig machen oder eine sehr gute Beobachtung haben, wo ich mich drin wieder erkenne. Und ich denke, so, das ist für mich die höchste Form. Yeah. Wenn man etwas kritisch kann beobachten oder wie soll ich sagen, etwas in Dreck zieht, wo schwierig ist, in Dreck zu ziehen. Um ein Dörf oder so. Ja. Yeah. Autisten zum Beispiel. Das. Ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft, einen guten Autismuswitz zu machen. Aber ich habe einen Autismuswitz. Er funktioniert. Aber ist nicht gut. Für mich, also mir langt er. Aber ich habe eine relativ tiefe Messlaute, was gut an. Also ich finde es lustig, wenn man furzt. Das ja? Ist für mich einer von der größten, Kevin Hart hat das gesagt, das einzige Bit, das Kinder haben, ist ein Furz. Ich dachte mir so, aber, Alter, ich habe jetzt, alles, was ich jetzt teile, ist ein Furz. Kinder haben ein Furz als Bit, mhm, und mit der Zeit haben sie zum Teil noch Parodie von Leuten. Nicht gute. Nein. Weißt du, aber ja, einfach so. Oh Gott. Weißt du, ich bin Matteo. Nee. Ah, so, ja.
Das ist dann so die ganze Parodie. Die Parodie ist so schlecht, dass sie dir zuerst mal sagen, wer sie sind. Es ist nicht, sie parodieren die und ich wüsste, du weißt genau, wer das ist. Sondern ich glaube, sie machen ein Geräusch. Und eigentlich ist es mega daneben, weil was Kinder machen, ist, sie tun so, als wärst du behindert. Und dann sagen sie, ich bin schon. Und ich so, Alter, hey, hey, es gibt Leute, die sind wirklich so. So siehst du mich, danke. Oh, wow, das ist... Nein, Kinder sind echt ruthless. Es ist heftig. Kinder sind... Oh, ich schaffe im Trampolinpark. Ich weiß. Apropos Autisten. Was am Samstag hat ein autistisches Kind, ein Kind, das halb so groß ist wie er, voll eine Abdruck. Mit Vorgeschichte? Bäh. Ich weiß nicht, was genau die Vorgeschichte ist. Ich habe einen 8-jährigen Bub mit einem... Also wirklich mit einem Feili am Auge ist zu mir gekommen. Er sagt, hey, mit Boxen, ich gehe zum Kind an. Das Kind hat mir nicht in die Augen schauen. Ich habe schon gemerkt, oh, da ist etwas nicht gut. Oh, scheiße. Und dann ist es irgendein Jungschilager gesehen oder so. Ich habe den Leiter geholt. Und der Leiter war 17 gewesen. Und ich so, Alter, wieso boxt die Kinder andere Kinder? Und also, ich bin in der gleichen Situation wie du. Ich bin auf der Stutz. Ja. Was fragst du mich? Ja, nein, aber ich habe die blöde Aufgabe, dass Leute, die dort sind, Eltern, das Gefühl haben, dass ich für Ordnung sorge. Dann habe ich den Älteren genommen und zum anderen. Ich so, Alter, kannst du mir das erklären? Wieso du ein Kind boxst, das halb so groß ist wie du? Weil seine Antwort war. Also, halb so groß wie ich? Hör, bin ich 3 Meter groß oder was? Ah, das ist ein Joke. Nein, aber so alt. Das ist wahrscheinlich ernst gemeint gesehen. Jo, nein, der andere hat mir dann erzählt, dass er Asperger hat. Also hat wirklich, ich habe wirklich zuerst gedacht, wow, das Kind hat irgendetwas. Und dann habe ich den anderen, der Leiter mir erzählt, er hat wirklich irgendetwas. Ach. Gleich und gleich erkennt sich schnell. Ja, ja. Nein, aber ich habe keine pädagogische Aussicht. Ich weiß nicht, was man macht, wenn Kinder sich boxen. Es ist, ich finde es entertaining. Gut, ich frag mich, wer weiß das wirklich? Weißt du? Weiß jemand wirklich, was man denn macht? Oh, es geht auf meine Kinder, es zwei Söhne haben, sie würden so schlagen. Yeah. Würde ihnen Tipps geben, technische Tipps. Hand offen, bewegen, mach einen Winkel, fahrt mit Jab, zuerst jabben, nicht einfach die rechte, nicht einfach schwingen. Ich habe mal wirklich, ich weiß nicht mehr, wie alt wir gesehen sind, aber super jung. Meine Schwester ist knapp 4 Jahre jünger. Und dann haben wir irgendwie gestritten und dann habe ich ihr einen Tritt in den Arsch gegeben. Ui. So. So, weißt du, quasi Gang weg, oder? Mhm. Und irgendein Kollege von meiner Mutter, weiß ich nicht mehr, wie der geheißen hat, der ist irgendwie in der Küche gesessen und dann hat irgendwie meine Schwester halt in die Küche gerannt und dann gesagt, das Joel hat mir einen Tritt in den Arsch gegeben. Also, was sie immer gesagt, ein Gink ins Fodi, weiß doch auch nicht was. Wahrscheinlich hat sie gesagt, ein Gink ins Fodi. Gell? Sie kommt nicht aus Deutschland. Joel hat mir einen Tritt in den Arsch gegeben. Staatsanwaltschaft, leck mich am Arsch. Einen Kick in den Allerwertesten. Ja. Nein, und dann ist da zu mir gekommen und hat dann so eben so überpädagogisch gesagt, so, darf ich dich fragen, was in deinem Kopf vor sich gegangen ist, wo du das gemacht hast? Weißt du, eben so. Und dann denke ich so, ich weiß nicht, ich bin sehr klein gewesen, ich so, das ist definitiv nicht der Weg. Nein, vor allem lustig sind so Leute, die dann so den Scheiß machen, Alter, gehen dann Alter, nach Feuer oben in der Kinderkrippe, gehen sie ins Auto, steigen sie ins Auto, ich fahre aus der Parklücke, jemand schneidet sie ab, Gott verdammt, die USA! Oder? Weißt du, sind dann die dann so aussteigen und direkt... Ach Gott, wir sind alle so fest nicht besser. Es ist wirklich, du kannst Kinder das schon wieder beibringen. Und sobald die jemanden nervt, wirst du genau seine abdrücken. Kinder machen es einfach. Kinder machen es einfach. Darum es ist falsch, wenn ich sage, ich liebe Kinder. Das kann man schon sagen. Ja. Nein, ich habe jetzt einen Neffe, das ist fun. In der richtigen Menge. Ja, der richtige Angehensweise. Solange es pädagogisch genau. Ist, kann man Kinder lieben. Absolut. Na, Kinder sind lustig. Wie alt ist dein Neffe? 7 Monate. Ja. Yeah. Und es ist funny. Ja, yeah. jetzt kommt langsam so ein Charakter führen, oder? Ja. Yeah. Du, der ist nur happy. Er ist so herzig, Alter. Er ist einfach happy. Bist du sicher, dass es dein Neffe ist? Oh. Ja, also er ist sicher aus meiner Schwester rausgekommen. Yeah. Also das ist, er ist sicher mal Teil von der Familie, ist yeah. Aber ich nehme an, der Vater hat einen grossen Einfluss, auf wieso er so happy ist. Nein, er ist einfach mega cute. Du merkst jetzt, er schaut dich an, dann checkt er etwas und dann lacht er. Yeah. Dann macht er so. Weißt du, was ich meine? Ja. Yeah. Und jedes Mal denke ich mir so, oh Gott, das ist noch so viel vor dir. Nein, aber Kinder an sich, wenn sie dann etwas können,
Du hast sicher auch schon mit Kindern geschwätzt, die so ein bisschen älter, weißt du, oder checkst sie sind. Sie checken schon etwas. Ja, klar. Sie können sich mit dir unterhalten. Mhm. Und sie sind einfach, sie haben kein Filter. Ja. Yeah. In kein Filter. Ja. Yeah. Alter, das ist etwas, wirklich etwas vom Lustigen. Was ist das? Hast du mir das letzte erzählt? Jetzt bin ich gespannt. Oh, irgendjemand hat mir letztens erzählt, dass einfach. Ich habe ein Video geschickt bekommen. So, wo die Frau filmt in der Küche und der Sohn ist irgendwie nebendran. Und sie fragt den Mann, Honey, would you still love me if I was fat? Und bevor er geantwortet, das Kind, Mom, you are fat! Das sind Kinder. Das hat mich auch. Der Sohn von meiner Freundin hat mich auch mal gefragt, der hat so auf meinen Bauch gedrückt und hat gesagt, warum bist du so dick? Und das Schlimme ist, weißt du, bis an dem Tag habe ich so gedacht, ich bin nicht dick, oder? Und seitdem laufe ich so immer so, nein. Vielleicht bin ich ein bisschen dick. Weißt du, was du denn machst? Weißt du, was du denn machst? Ruinierst zwar dann auf die Zukunft von einem Kind, aber du packst dann das Kind ins Auto und du fahrst den McDonald's und du kaufst ihm alles Geile. Du kaufst eine Portion Chicken Nuggets, einen Cheeseburger und einen McFlurry. Und dann ist er hooked. Und dann sagst du, ist das? Ist geil. Das würdest du jeden Tag wollen. Darum bin ich dick. Darum bin ich dick. Das ist schlimm, weißt du? Das weiß ich noch. Wenn ich Kind war, wenn ich irgendwie etwas nicht dürfen und dann hat es irgendwie geheißen, da war ja immer mein Argument gewesen, aber die dürfen irgendwie noch länger aufbleiben oder die dürfen jetzt noch Fernsehen schauen und ich nicht und so. Und dann heißt es, ja, das kannst du dann auch, wenn du erwachsen bist. Und das Schlimme ist, wenn du dann erwachsen bist, machst du es ja auch. Ja. Und lebst mit der Folge davon. Ja. Also lieber hättest du dann noch jemanden, der ab und zu oft sagt, nein. Mein Vater hat mir mal, wenn ich als Kind auch so, ihr dürft länger, ihr dürft das und mein Vater, weißt du, mir mal gesagt, mein Vater, ja, wir zahlen auch Steuern. Ich als Kind so, was heißt das? Also, ich bleibe viel zu lange auf, wirklich einfach immer. Und ich habe mittlerweile auch wirklich so ein bisschen die Impulskontrolle für Essen, das ist mir wirklich egal. Vor allem jetzt nach 2 Jahren Pandemie bin ich an dem Punkt, wo man denkt, so, und wenn ich Diabetes kriege, es wird ja eh nicht länger wie 45 bei mir, also wird ja nicht mehr. Oh, gestern bin ich nach dem Training im Migros am Bahnhof und einfach 200 Gramm Schokimakrönle gekauft. Und ich habe gedacht, okay, gut, so eins pro Tag oder weg. Alle weg. Nein, bevor es zu Nacht. Also, es ist einfach so. Es ist wirklich einfach so eine. Ich weiß nicht. Es ist, ich schaue andere Leute an. Ich denke mir so, oh mein Gott, ernährt euch doch gesund. Schaut zu eurem Körper. Meanwhile, ich einfach so Chicken Nuggets und Dinge Croque-Monsieur. Aber das ist so. Ich glaube, das kommt ja dann auch nochmal. Also, ich weiß nicht, was bei dir wird sein. Bei mir ist es so gesehen. So, was bist du jetzt? 26? 26. Also, so, bei mir ist es gesehen, mit 27 habe ich dann irgendwann also eine kleine Korrektur gemacht bezüglich Ernährung und Zeugs und Sachen. Und habe gemerkt, Wie bitte? Oh ja. Die ist aber umgekehrt. Umgekehrte Korrektur, oder? Das ist genau. Nur noch Fett. Ja, aber was hast du genau korrigiert, Alter? Nicht 17 kg Fett, sondern 10. Nein, aber zum Beispiel, weißt du, so. Also was ich definitiv eliminiert habe, sind Softdrinks und auf so flüssigen Zucker. Ah, das trinke ich nie. Ja, eben. Und so Late-Night Pizza 4 Uhr morgen und so. Das mache ich auch nicht. Nicht? Nein, spätestens, wenn ich esse, ist vielleicht so 12 Uhr. Ja, siehst du, das habe ich aufgehört, nach dem Auftritt essen und so. Also auf jeden Fall, ich habe dort irgendwann habe ich so eine kleine Korrektur vorgenommen, weil was ich gemerkt habe, ist, davor habe ich so ein bisschen ein Lifestyle gehabt, vielleicht nicht wie du jetzt. Lifestyle of the rich and famous. Nein, im Gegenteil. Hummerschwanz und Toast. Nein, es ist wirklich auf so Steinengrill, 4 Uhr morgens, ich wohne in der Nähe. Ah, ja, holst du noch schnell eine Pizza. Ah, nein. Aber weißt du, unter der Woche? Ah, nein, das habe ich nie gemacht. Am Dienstag? Nein. Nicht betrunken, sondern einfach, ich habe Bock auf eine Pizza. Und ich mache es, weil ich kann. Das ist ja eigentlich der Gedanke gegangen. Ja, klar. Nein, ich bin erwachsen und wache halt mich ab. Das ist halt so bei vielem. Das ist auch wirklich, wenn du so zum... Und das auch nicht. Und das machst du ja am Anfang, um irgendwie auch selber... Eben das zu genießen, sozusagen, wow, ich kann ja jetzt machen, was ich will. Und irgendwann merkst du so, aber vielleicht mache ich jetzt ein bisschen, was mir gut tut. Ah, ich habe das gehabt, als ich zum ersten Mal allein gewohnt habe. Eben? Aber nicht mit Essen, sondern mit Wix. Ich habe gedacht, ich könnte im Gang stehen, Füßle bloß. Auf den ganzen Tag. Ich könnte es einfach mal.
Bühne, weißt du, ich muss nicht schlafen. Und ich bin mit Eltern gewohnt, habe, ist halt wirklich so, das Haus ist so hellhörig, so dünne Wand. Es ist einfach wirklich, es ist nicht so ein Ding gewesen, so ein machbares Ding. Und dann habe ich allein gewohnt. Ich habe einfach gedacht so, hä? Ich kann das jetzt machen, wenn ich will, wo ich will, wie ich will. Wann bist du von der Haus gezogen? Vor einem Jahr? Ja. Februar 21. Wirklich? Fort habe ich immer mit mir gehabt. Nein, Alter, ich wohne seit 5 Jahren. Ah, okay. Ich wohne mit 21 bin ich ausgezogen. Ja. Das finde ich also ein gutes Alter, weil irgendwann gehst du den Eltern nur noch auf den Sack. Also, ja, nein, es ist wenn okay. Ich so, da, wenn irgendwie so 28-Jährige noch daheim wohnt, ist so, dude. Ich finde so nach 20, irgendwann. Also, wir kennen beide Personen, mit 31 noch beim Vater wohnen. Was? Das Tag after the show. Du weißt, wer das ist? Ich weiß, wer das ist. 31. Sag einfach keinen Namen. Nein, sag keinen Namen. Mach noch einen Schell. Oh, sag's mal, Piepses. Ja, Piepses? Dann piepsen wir es nicht. Ah! Ja. Ah! Aber das ist ja nicht. Das ist nicht immer so. Das ist eine spezielle Situation. Ja, trotzdem. Ich rede gar nichts drauf um. Ich rede gar nichts drauf um. Nein, das war mega weh, wenn ich jetzt noch. Ich habe es ja nicht immer einfach mit meinen Eltern. Also ich hatte früher noch schon. Also ich bin mit 16, 17, 18 schon an einem Punkt gewesen, wo ich fast hätte müssen ausziehen. Wo es wirklich daheim fast nicht mehr aushaltbar war. Weil du so ein Problem? Nein, generell eine wahnsinnige Spannung daheim. Ja. Also das meinst du, woher kommt die ganze angestaute Aggression und irgendwie die Gesprächskultur, die ich am Tag... Ich bin halt in einem sehr lauten, sehr konfrontationsfreudigen Haushalt aufgewachsen. Mhm. Und das ist halt so, zwischen Kindheit und Jugend ist das halt irgendwie halbwegs okay gewesen. Weil man hätte ja dann noch die Autorität als Ältere gegenüber zwei jungen Männern und einer jungen Frau. Ja. Yeah. Halbwegs. Aber das war ja viel, viel, viel Eskalation gewesen. Und dann ist er mit 17, 18 ist dann halt schon anders retour als mit 12, 13, 14. Ja, yeah, ja. Yeah. Gibt halt schon, sind dann halt schon andere Streit, die dort stattfinden. Und das ist halt bei uns dann halt wirklich einfach, weil es sowieso gar niemand einen Millimeter zurückgeht. Oder Fehler eingesteht oder sich entschuldigt. Also entschuldigt worden ist sowieso einfach gar nie. Also es ist einfach völlige Eskalation, zwei Tage totgeschwiegen und am dritten Tag, ja, jetzt mal zusammen zur Nacht, ja, jetzt zusammen, kommst du mit einkaufen, okay. Irgendwann legt es sich einfach wieder ein bisschen. Aber man hat es nicht geklärt, man hat nicht darüber geredet und durch das hat man es einfach in rechten Fuß hat man es verstaut. Ja. So, dann irgendwann ist es bis zum Knie da oben und irgendwann bist du bei der Hüfte. Aber das führt dann halt wirklich dazu, dass du dann auch Streit und eine Gesprächskultur hast, die auf dem basiert, dass du dann wie lernst, es ist normal, dass man sich abartig anfickt, dass man sich verletzt, dass man sich dann irgendwie jetzt sich darum kümmert, dass einem nachher wieder die Aftercare, wie man sie in der BDSM-Szene nennt. Das wüsste ich schon mal Aftercare. Nicht. Aftercare, hör doch auf, Alter, die Leute mit einer Frisur wie du gehen den ganzen Tag im Pornokeller. Was ist Aftercare? Aftercare ist, wenn du fucking... Hast du noch nie Porno geschaut, wo irgendeine an einem Heizkessel gefesselt ist? Dinge. Nur ich, okay. Wie gesagt, ich bin Pizza holen, du hast auf den ganzen Tag. Nein, Aftercare, ich kenne Leute, die sind da ein bisschen... Das ist, wenn man irgendwie heftiger Shit macht. Ist ja nicht vorbei, wenn es vorbei ist, sondern man hat nachher ein Gespräch und man fragt sich, alles okay, und man kümmert sich umeinander. Es ist halt so, es eskaliert und nachher ist man für... Ich habe auch erst jetzt gecheckt, dass es ein englisches Wort ist, was du gesagt hast. Ah, du hast gedacht, das Foodie. Ja. Yeah. After. Care. Man kehrt den After aus. Ja. Also, also symbolisch haben das meine Eltern gemacht. Sie haben relativ oft den After gehört, Alter. Das ist... Nein, und dann merkst du halt, dass das irgendwie... Und das staut sich dann über die Zeit easy gut an. Ja. Yeah. Wenn man sich immer wieder mega hart anfickt und dann irgendwie aber trotzdem nie lernt, so, ah, du hast mich trotzdem wirklich gern. Oder du hast dich entschuldigt oder ich sehe, dass du keine Feder reingestehst. Auf beiden Seiten. Ja. Alter, das ist einfach so, wirklich ab und zu so geklopft, dass... Also ich weiss, mein Bruder und ich sind regelmäßig einfach gegangen. Einfach rausgelaufen. Ja, yeah. Bis halt alle sind geschlafen und dann sind wir zur Nacht daheim. Also wirklich auf dem Level, auf so, halt, wir können hier physisch nicht sein. Ja. Yeah. Das ist aber dann zum Glück wieder ein bisschen gelegt. Meine Schwester ist schon ausgezogen, mein Bruder ist schon ausgezogen. Ich bin noch das letzte Jahr oder drei Vierteljahr alleine daheim gewesen. Und das war dann wieder super harmonisch gewesen, komischerweise.
Okay. Und seit eine gewisse Distanz ist es schnell unter Kinder, jetzt haben wir es alle super. Ja. Yeah. Jetzt, also sowieso, seit mein Neffen auf der Welt ist, ist ganz, ganz anders wie früher. Und die Brüder und die Schwester sind älter? Bruder älter, Schwester ist jünger. Okay. Und mit denen ist es super? Ja, also ich, meine Schwester ist sehr ähnlich wie ich. Also wir haben unsere, unser Leben lang uns immer... Sie macht MMA und hat eine Schnauze, oder? Mhm. Ja. Sie hat auch relativ viel im Gang gewichst. Nein, also mein Leben lang, die heftigsten Streit habe ich mit meiner Schwester gehabt. Ja. Yeah. Existenzielle Streit. Weil sie zu ähnlich sind. Zu ähnlich, yeah. Weil man als Kinder sie gelernt hat, wie sie meine Knöpfe muss drücken und ich mich nie habe können wehren. Ich bin sehr... Ich habe keine Frustrationstoleranz. Also du musst mich wirklich provozieren, ich gehe voll drauf ein. Also wirklich, du kannst mich ein bisschen provozieren, ich gehe... Darum ist ja der Schädler ist ja wirklich mein Nemesis. Weil er einfach wirklich eine blöde Story erzählt, wenn ich den voll glaube und dann nicht 5 Minuten später ist er voll gelogen gewesen. Ich raste komplett aus. Und ich gehe immer drauf ein. Also das ist so das. Darum hast du ja wirklich das Gefühl gehabt, er verarscht dich, wenn er angefahren worden ist. Ja. Ich habe mir das einfach nicht geglaubt. Glaubst du jetzt? Ich habe mal Charlie seine Premiere eingeladen. Also der Dings, der Tim hat gesagt, du kannst noch Leute einladen. Ich habe gesagt, Alter, komm und Charlie. Und er ist selber eingeladen, ich weiß es nicht. Ich habe gesagt, komm und Charlie seine Premiere. Ja. Yeah. Und dann ist er nicht auftaucht. Und ich habe geschrieben, so, Alter, komm jetzt, Mann, ohne Scheiß. Sieg wenigstens pünktlich für das, Alter, der Charlie hat der Premiere. Und er schickt mir ein Foto von sich in so einem Spital. Und mein erster Gedanke ist wirklich gewesen, das hätte er sich irgendwo auf Ricardo bestellt, zu mir jetzt Ich habe wirklich, ich bin so oft von diesem Mensch angelogen worden, bin gerade angefahren worden und dann so das Beweisfoto, weißt du, so. Gerade angefahren worden. Angefahren worden. Ich wünschte, es war irgendetwas passiert. Ohne Scheiß. Es ist einfach nichts passiert. Es ist die lämste Autounfall-Story, die ich je gehört habe. Es ist auch, der Alter ist mit 15 km/h. Und hat ihn einfach so ein bisschen auf die Haube genommen und danach hat er schon runtergerutscht. Ich glaube, auf den Ellbogen ist ein bisschen gefallen. Mm. Hat aber mega laut geklopft. Ja, Alter, der Moritz wiegt auch etwa 300 Kilo. Also ob du jetzt in den Moritz reinfährst oder in so eine Verkehrssäule, Alter, ist etwas gleich. Also das Auto hat total Schaden gehabt. Nein, aber nicht. Das hat ja nicht mal etwas davor gedreht. Doch intern schon. Sich Motorblock abgebrochen. Intern? Ja. Also ein Trauma. So ja, auf ja. Der Trauma, wenn es der Schädel auf den Motorhaube geht. Ja, also nein, vor allem der Typ, der gefahren ist. Weißt du, der Panda-Bär aus dem Zoll los. Oh mein Gott. Hm. Aber Ich habe dort gemerkt, dass das mein Problem ist, dass ich auf Schock und unwohle Situationen mit absolutem Gelächter reagiere. Das ist aber du reagierst fast alles mit absolutem Gelächter. Eben, und ich habe gemerkt, das ist aber nicht nur gesund. Ich habe gemerkt, das ist ja schön, wenn ich Freude habe und wenn ich viel lache, weißt du, so wie jetzt. Nein, dort ist gerechtfertigt. Aber ich hoffe, es hat irgendwo eine Überwachungs... Ich wünschte, ich würde viel Geld zahlen. Weißt du, in irgendeinem Laden, weißt du, vom Ecken, so eine Überwachungskammer, man sieht so... Und man sieht im Hintergrund, die so, wie es die so zusammenfaltet und du... Ja, aber wirklich einfach, weil nach 2 Sekunden ich erkenne, dass es der Moritz ist. Und mein erster Gedanke ist, logisch ist der Moritz. Das ist wirklich das Erste, was mir in den Sinn kam. Ich habe so gedacht, ja. Und irgendwie zuerst gedacht, er macht irgendein Sketch. Und der Langstrasse, er dreht einen Film oder so. So, musst du Matteo mit der Kamera? Nein, ich war im Auto. Ja. Das war der Sketch. Und steigt aus mit der Kamera. Das Sketch war, ich war im Auto. Okay, das heißt, der Moritz hat früher gecheckt, dass er bei dir einfach muss... Dass du musst anlegen und dann raste ich aus. Aber auch umgekehrt. Also ich kann den Moritz richtig gut triggern. Das ist das Schöne. Das ist wirklich Schöne. Ich habe das gemerkt. Also die Verhaltensweise von wenn er argumentiert ja teilweise nicht wirklich, sondern du schlägst irgendwas vor, hast dagegen, du schlägst nochmal vor, hast dagegen, du machst ein bisschen Druck und dann ist es einfach ganz oder gar nicht. Also wir haben unseren Live-Podcast gehabt. Yeah. 3 Tage bevor das Zertifikat eingeführt worden ist. Wir haben es abgeklärt, es war keine 3G-Veranstaltung, wir haben auf der Maskenpflicht während dem Stehen und während dem Eingang, wenn wir sitzen, man ist gesessen, Maske dürfen abziehen, Contact Tracing, all das. 50 Leute. Freitag zu oben, wir haben die Location, der Typ von der Location ist ein Kollege von Moritz, wir sind am Stuhlen, wir sind am Bühne einrichten. 2,5 Stunden vor Showtime kommt der Typ rein. Hey, wollen wir es nicht doch lieber 3G machen? Und ich habe wirklich zuerst gedacht, das ist ein Joke, ich schaue den Moritz an, ich so,
hä? Und also, jo, weißt du, am Montag kommt das Zertifikat und was ist, wenn heute schon die Kontrolle kommt? Ich so, Alter, es kommt am Montag. Das Zertifikat, es kommt heute niemand. Plus, wir halten uns an alle Vorlagen. Und das ist halt so ein bisschen, das ist halt irgendwie, keine Ahnung, so ein bisschen die Hose voll gehabt. Yeah, wir haben innen auch eine Bar aufgestellt gehabt. Und also, ja, nein, aber weißt du, sonst kriege ich den Stoff, so 10.000 Franken und so. Und ich so, Alter, wir haben es abgelesen, ist alles okay. Ja. Yeah. Also, ja, und er hat halt den Moritz kennt, hat sich so einen Moritz gefragt, dass, ja, was, mir wäre es vielleicht lieber, würden wir 3G machen. Und der Moritz nicht einmal probiert, also sagen wir die ganze Veranstaltung ab. Und bei mir schon, ich so, nein, was ist los? Und dann, nein, wir sagen ab, oder? Und ich so, Alter, kannst du bitte, was ist mit euch los? Sind die nicht ganz dicht? Und zuerst müssen der andere beruhigen, ihm irgendeinen Artikel zeigen, dass es okay ist, was wir machen. Dann der Moritz sagt, Alter, lass dich mal nicht so provozieren. Und es ist das Gleiche im Studio, wir haben ein Studio gebaut und so. Und ich so, ja, nein, wir müssen nur das. Und dann habe ich so ein bisschen provoziert. Ich so, ja, Alter, du machst nie etwas dafür. Also, wir können die ganze Übung abbrechen. Aber das ist aber auch eine sehr gesunde Art, damit umzugehen. Mm. Immer komplett sich entziehen. Ja. Drohen ist super. Genau. Mm. Ich habe mal mit einem Veranstalter habe ich mal geschwätzt wegen meinem Event und so. Und dann hat irgendwie so hin und her gegangen. Und dann habe ich so gesagt, ja, aber weißt du, wirklich nichts Schlimmes. Ich so, aber... Also meiner Meinung nach wäre es vielleicht besser, wenn man das dann so und so macht, oder? Und nicht, wie es jetzt geplant ist, so und so, oder? Ja, du, wir können auch auf das Ganze ablösen. Weißt du, wie ich so völlig angegriffen gefühlt. Ich so, nein, lass mir zu. Ich schaffe meinen persönlichen Wunsch als Künstler an dem oben. Ich fände es besser, wenn man so und so würde machen. So. Und da hatte ich das Gefühl gehabt, ich zweifle an seiner... Männlichkeit oder so. Okay. Das ist wie Tag geworden. An seiner Grundkompetenz vom Leben. Keine Ahnung. Und dann, was ist passiert? Ja, nachher haben wir es so gemacht. Ist alles gut gewesen. Wie du es willst. Mhm. Ja, aber siehst du. Das ist halt auf Schnauze halt, wenn er keine Ahnung von der Botanik. Nein, ich habe das Gefühl, manche Leute, ich gehöre dazu, je nachdem, was es geht, aber manche Leute sind auf der wahnsinnig Mühe damit, irgendwie können sich anschauen und sagen, ah, vielleicht weiß ich doch nicht alles. Ja, yeah. Ich gehöre da mega dazu, aber es ist halt so, die ist, oder nicht mal, ich weiß halt vielleicht doch nicht alles, sondern so, jemand anders könnte halt auch einen Punkt haben. Ja. Yeah. Und klar, mit Moritz und mir ist halt, wir provozieren uns. Und wenn man wirklich konstruktiv miteinander redet, ist es null so, dass jetzt irgendwie mit reinfährt. Aber also er ist schon teilweise ein bisschen festgefahren, auf wie er Sachen will machen. Ich aber auch. Mm. Aber das ist halt wirklich, mir fällt das teilweise auf, dass wirklich Leute irgendwie so recht Mühe damit haben. Klar, es kommt darauf an, wie man es formuliert. Wenn man sagt, Alter, du machst das falsch, dann ist natürlich auch okay, wenn man angehst. Aber wie du sagst, ich würde es vielleicht so machen. Und dann ist die Reaktion, ah nein, Event, Absage. Ja. Ich so, aber was ist der Gedankenprozess? Ja, eben, auf sich angegriffen gefühlt. Keine Ahnung. Eine kleine Anregung zu, ich mache einfach besser gar nichts. Das ist, wie kommt das zustande? Also ich habe mega lange Probleme gehabt. Ich verwünsche mich ab und zu noch, aber eigentlich habe ich mich sicher bessert. Aber es ist ja alles ein Prozess wie immer. Aber früher habe ich wirklich einfach Wellenrecht haben. Das war einfach das Wichtigste gewesen. Und mir ist erst jetzt langsam aufgefallen, warum das wahrscheinlich ist. Weil wo wir in der OS gesehen sind, also bist du 11, 12 oder so, dort haben wir im Deutschunterricht haben wir irgendwann müssen debattieren. Ich weiß nicht mal mehr, was eigentlich die Grundaussage ist und irgendwie, wir zeigen euch, wie Politik funktioniert oder keine Ahnung was, aber oft irgendwie, wie tut man debattieren? Und dann haben sie uns einen Artikel gegeben, wo es irgendwie darum gegangen ist, damals, Achtung, Telefonkabine sollte abgeschafft werden, pro und contra. Und alle haben den gleichen Artikel gekriegt. So haben sie euch Politik näher geführt. Ich weiß nicht mehr, was... Mit dem... langweiligste Thema, was es noch gibt. Nein, aber jetzt kommt etwas Spannendes an. Münztelefon in der Schweiz. Aber jetzt kommt es Spannendes an. Sie haben den gleichen Artikel allen gegeben und danach ist es oft eingeteilt worden. Und jetzt hat es geheißen, die sind Team Ja, abschaffen und die sind Team Nein, muss man behalten. Und in dem Artikel hast du Argumente für beides gehabt. Und nachher musst du vorstehen und musst gegen jemand anderes darüber diskutieren und die Punkte überbringen. So. Und ich weiß noch, dort habe ich zerstört. So richtig. Und dann hat es geheißen, das ist schon, hat das super gemacht, bla bla. Und ich behaupte, das ist bei mir
das Pflänzchen im Hirn gesehen, das gesagt hat, jetzt werden wir richtig gross, jetzt werden wir ein riesen Baum und es geht um nichts anderes, als einfach, du musst diskutieren und du musst gewinnen. Und das Schlimme ist, es ist eigentlich egal, welches Argument. Es ist einfach, du entscheidest dich mal für eine Aussage und dann musst du einfach die andere Person abringen mit dieser Aussage. Und da habe ich sehr lange gebraucht, um irgendwann zu merken, man kann auch mal sagen, ich weiß es nicht. Man kann auch mal sagen, ich glaube, du hast recht. Das ist sehr schwierig. Weil wenn das eben nicht Debattierkultur ist, wo du gelernt hast, dann geht es wirklich einfach darum, wir kämpfen jetzt verbal, bis es Beruf geht. Das ist sehr dumm. Ich kenne das, ja. Also das ist bei mir in der Familie, das ist wirklich so, wer recht gehabt hat, hat gewonnen. Und wer gewonnen hat, hat am nächsten Morgen um zum Morgen ist können Augenkontakt haben, wenn die anderen Personen müssen weg. Also es ist wirklich so ein Wolfsrudel gesehen. Und wer sich halt unterwerfen hat müssen, hat halt dann der Kürz. Also das sind so kleine moralische Siege für einen selber, wo einem aber dann in der Long Run teilweise mehr Schaden als Nutzen generieren. Das ist schon. Ich habe das heute noch teilweise. Und es macht aber auch einfach Spass, irgendwie zu argumentieren und dann merken so, die andere Person, nicht, dass ich das oft mache, aber es ist halt auch teilweise lustig, wenn man ein bisschen argumentiert und merkt so, gewinnen. Das ist halt einfach ein geiles Gefühl, oder? Und es ist halt nicht, wie soll ich sagen, es ist halt nicht. Ach, es entspricht nicht dem menschlichen Naturell, mega zurückgelehnt sein und finden, nein, ich bin ausgeglichen und alle haben sich gegeben. Merkst du halt, was jetzt im Moment gerade passiert, Alter? Alle wollen recht haben im Moment. Ja, ja. Egal, wo du anhörst, es ist völlig egal, in welche Richtung. Nicht wenn recht haben, alle haben recht. Das ist ja noch schlimmer. Es ist ja nicht einmal, sie wollen recht haben, debattieren dafür, sondern es ist Fakt, was ich sage, stimmt. Und du bist ein Nazi oder ein Schwurbler oder ein Leugner oder ein es ist völlig egal. Dumm. Oder einfach dumm oder ungebildet oder unsoll, egal in welche Richtung das es geht. Du hörst auf allen Seiten die gleichen Argumente. Die anderen sind die Bösen. Yeah. Und das geht schon ein bisschen in die Richtung. Aber also das Recht haben, das ist bei mir schon nicht. Ich probiere das nicht durchzuringen. Aber wenn ich, das ist mein Problem, wenn ich das Gefühl habe, ich habe einen Punkt, wo wirklich faktisch beweisbar ist, dass er stimmt und es ist nicht eine Meinung. Yeah. Denke ich mir so, okay gut, ich muss die Welt zu einem besseren Ort machen, indem ich jetzt denen Leuten die Fakten in den Rachen drücke. Das habe ich schon gemerkt. Vor allem, ich merke dann einfach nicht, wenn es Leute unangenehm wird. Ich merke es einfach nicht. Da kenne ich aber noch viel, wo das so ist. Weil mir wird's wahrscheinlich zu früh, zu schnell, unangenehm. Und dann will ich eigentlich wieder zurückziehen. Ich laufe halt einfach erst dann warm, wenn der Ton ein bisschen. Weißt du, wie wir so von Anfang reden? Also reden wir so. Ja. Reden wir so. Ja. Guck, ja, ja. Also reden wir so. Wenn wir auf dieser Flughöhe sind, Alter, dann gehen bei mir die Lampen an. Aber das kenne ich sehr wohl. Und das muss ich dann auch immer sagen: Emotionalität ist nicht gleich Wut. Ja? Ich würde gerne mal emotional, wenn man über etwas schwätzt. Ja? Und das ist mir dann auch nicht wichtig, eben zum Beispiel zu gewinnen oder irgend so was, sondern einfach, ich will einfach gerne meinen Punkt erzählen. Und du kannst einen komplett anderen Punkt haben und dann höre ich mir auch mega gerne an. So. Aber wenn ich dann finde, doch, das ist so, dann kommt auf einmal eine Emotionalität, die ich absolut verstand, wenn... Soll ja aber auch so sein. Eben. Das wäre schlimm, wenn du zu nichts einen emotionalen Bezug hast und deine Welt, deine Sicht nicht wollen verteidigen würdest. Yeah. Es kommt einfach darauf an, wo zieht man die Grenze zu, was ist jetzt hier noch wirklich vertretbar, dass es eventuell in einen Konflikt ausartet. Yeah. Und wo kann ich sagen, okay gut, ist das halt meine Meinung und dann habe ich die und du hast die nicht. Was mir aber mega Spass macht, ist, wenn ich merke, dass jemand jetzt eben eigentlich will auf Konfrontation gehen und so richtig jetzt diskutieren wir über das, einfach, wenn es nicht meine Meinung ist, einfach sagen, ich sehe, was du meinst. Das hasse ich. Eben, so fest. Das kannst du Diskussionen dann kannst du richtig zuschauen, wie der Fehler in der Matrix kommt. Wie hast du die Augen so... Was mich aufregt ist, wenn ich eine Argumentation habe, ich probiere wirklich immer, ich habe das wirklich, probiere das wirklich akribisch zu machen. Ich zeige nicht mit dem Finger, ich mache keine Vorwürfe, mache ich Botschaften, der ganze Shit, wo wirklich, ich schaue sehr genau, weil ich aus meinem Haushalt komme, wo einem alles vorgeworfen wurde, also wirklich, es ist einfach alles, sind alles Juristen gewesen bei mir daheim. Schaue ich extrem gut, was ich sage und ich merke mir extrem gut, was andere Leute sagen. Und wenn ich dann merke, was mir ab und zu passiert ist, mit Freunden oder auch mit Verwandten oder so, ist, ich argumentiere und ich merke, das wird immer mehr one-sided, dass ich einfach Argumente ausstechen kann oder Sachen abschieße. Und dann fangen sie einfach mit persönlich angreifen. Ah ja, das ist der Klassiker. Oder sie fangen einfach auf, nein, es lohnt sich gar nicht mit dir zu diskutieren. Genau. Du bist jetzt so voll überzeugt von dir. Und ich komme so, nein.
Jetzt. Ich habe dir Daten geliefert. Aber das ist ja eigentlich schon das Aufgeben. Das ist ja eigentlich so. Nein, aber mir regt sie nur, vielleicht denkst du, Alter, du bist wieder fucking Ritter der Kokosnuss, du hast halt nur noch einen Arm, aber der andere, was ich meine? Ja. Hau halt nochmal zu, du bist fertig, wenn du keine Gliedmaße hast und dort bist und mir anschreist, dass du immer noch kämpfst. Das kann ich respektieren. Kennst du den Film? Aber das ist ja dann das persönliche Werden. Das ist ja eigentlich ohne Gliedmaße auf der jemanden anschreien, ist ja dann das persönliche Werden. Oder Amputee-Porn. Wieso? Das ist auch ohne Gliedmaße in der Bar anschreien. Hast du mal über Pornografie mit irgendjemandem therapeutisch geredet? Nein. Nicht? Ist das eine Sucht von dir? Gesehen? Ja, okay. Also Sucht, ich habe es ja recherchiert, es gibt keine Pornosucht, gibt es nicht, per se. Es ist keine anerkannte Sucht, es ist kein ICDC oder so, es ist keine klassifizierte Sucht. Okay. Es gibt sehr viele Leute, die sehr viel konsumieren. Ja. Yeah. Und ich habe nicht mehr, ich bin jetzt nicht den ganzen Tag am PC gesehen, aber so ab 14, ab dem ersten eigenen PC oder Laptop und im Internet, machst du das halt. Und du checkst halt als junger Mensch, vor allem als junger Mann nicht, dass es wahrscheinlich wirklich nicht gesund ist, sich das anzuschauen. Weil es einerseits ein völlig falsches Bild von Sexualität gibt, zweitens ist es halt irgendwie, also merkt man auch jetzt mehr und mehr, es gibt eine klare Korrelation zwischen Scheidungsrate und Pornokonsumation. Wirklich? Bei Männern. Ja. Gibt's. Je mehr pornografisches Material konsumiert wird, desto höher ist die Chance, dass man sich scheiden lässt. Also vor allem einseitig konsumiert. Also weißt du, wenn man jetzt zusammen Pornografie konsumiert, ist es etwas anderes. Voll. Weil was es eigentlich ist, ich habe einen Psychologen das gehört erklären, es macht sehr viel Sinn, ist mentales Fremdgehen. Es ist eine Form von Non-Monogamie. Es ist eine Form von einer sexuellen Erfahrung mit einer anderen Person. Yeah. Die andere Person ist nicht physisch da oder willig in dem Sinne nicht ein, dass du mit ihr etwas machst. Yeah. Aber durch das, dass der Clip im Internet ist oder das Bild oder whatever, bist du sozusagen in einer kurzwilligen sexuellen Beziehung mit jemand anderem. Yeah. Als deiner Partnerin oder deinem Partner. Und das ist auf lange Dauer nicht gut. Wirklich nicht gut. Und ich habe dann auch gemerkt, ich objektifiziere Leute und wir sind nicht einen guten Bezug zu dem. Und ich probiere jetzt wirklich gar nichts zu kommen. Also null. Yeah. 6 Wochen jetzt. Wie ein verdammter anonymer Alkoholiker. 6 Wochen clean. Nein, weil du machst. Das Problem ist, du hörst schon auf und dann tust du den Monat nicht mehr an. Yeah. Und dann hast 3 Bier getrunken, es ist Samstag zu oben um 11 Uhr, denkst du, bist allein, einsam. Und denkst du, ja, verrennt. Aber geh mir die Ansage hier. Das finde ich aber so geil, weil. Ich bin 8 Jahre älter wie du. Ja? Das ist jetzt nicht eine mega Zeitspanne. Du bist 34? Ja, ich werde jetzt 34, ja. Motherfucker! Und, 34? Ich dachte, du bist über 40. und ich habe. Ich sehe in dir lustigerweise extrem viel eben so Gedankenpatterns, die ich auch hatte. Und ich will aber unbedingt vermeiden, dass ich so altklug und überweise überkomme, so von wegen, du lernst das dann noch und so, sondern es geht mir mehr darum, ich kann extrem nachvollziehen, weil ich habe das auch gehabt. Ich weiß nicht, wie es bei dir wird sein, aber du bist jetzt irgendwie schon bei 6 Wochen. Ich habe nie mehr so den Tag X entscheiden, jetzt höre ich auf. Aber es hat sich immer bei mir ausgefadet, weil ich einfach gefunden habe, das bringt es nicht. Nein, das ist bei mir. Also doch, ich bin noch nie fucking Pornhub gesehen und habe mir gedacht, ich mache etwas Gutes für mich. Ich habe noch nie einen Clip geschaut, wie ein Typ mit einem Holzbein auf einem Toy-Toy eine wegflankt. Und habe mir gedacht, das ist gut für meine psychische Gesundheit. Das ist mir noch nie passiert. Aber also, du konsumierst gar nicht. Nein, was bei mir passiert ist, ich habe zeitweise gar nicht angeschaut und dann zeitweise sehr intensiv angeschaut. Und was ich gemerkt habe, was eine starke Korrelation hat, ist, je gestresster ich bin, je mehr will ich mir in so Sachen flüchten. Es ist ja, je gestresster ich bin, je mehr will ich gamen. Wirklich? Je mehr Stress ich habe, je mehr Aber Sachen Aber gamen kann ich auch stressen. Nein, ja, ich mach's halt. Was gamest du denn? Hauptsächlich im Moment League of Legends. Einfach mit Freunden. Der einfachste Vollidioten-Modus. Null. Was ist League of Legends? Es ist ein MOBA. Du hast eine Figurli 5 gegen 5 und du klickst es umeinander und du hast 4 Attacken. Es ist sehr simpel. Ah, okay. Das Makro-Game ist extrem komplex. Also das größte Spiel auf dem Planeten und Weltmeisterschaften sind extrem kompetitiv und bla bla. Aber ich bin immer nur der Modus, wo du
eine Strasse hast und du kämpfst hier 5 gegen 5 und du schlägst auf die ganze Zeit. Das ist eigentlich nur Zeitbeschäftigung mit Kollegen, dass ich etwas machen kann. Weil Film schauen und so mit meinem ADHS funktioniert nicht. Yeah. Aber je mehr gestresst ich bin, je mehr ich mich in meinem Leben um etwas kümmere, was unangenehm ist, kennst du das? Ah, ich muss noch Rechnungen zahlen, ich muss noch etwas vorbereiten, ich muss noch schreiben. Klassik. Je mehr ich das mache, also je mehr ich das habe, desto mehr probiere ich mich mit schnellen Quickfixes. Ich habe dann mehr Lust zum Trinken. Wenn ich Stress habe, sitze ich eher in einer Bar oder an einem Gig und denke mir so, egal, fuck, jetzt auf, ich bin sein. Und dort kommen dann so die kleinen, der kleine Hedonismus kommt dann, der Hedonismus des kleinen Mannes, xnxx.com kommt dann raus. Und das ist halt, ja, aber ich habe es immer wieder aufgehört und dann leider auch immer wieder angefangen. Und mein Ziel war schon, keine Pornos mehr zu konsumieren. Aber es ist nicht ein Riesenproblem. Also ich bin nicht Nein, aber es ist sicher nicht schlecht, wenn man es eben nicht macht. Nein, vor allem eben, weil ich das Gefühl habe, es ist nicht... Ach, es ist etwas, was du mit nichts kannst vergleichen. Weil es ist so readily available. Du kannst in der heutigen Zeit mehr schöne, nackte Frauen sehen oder Männer sehen, als je zuvor in der Geschichte der Menschheit. Und ich glaube, es ist auch wirklich nicht gesund, wenn man mit 14, wenn man ein Smartphone hat, das einfach kann anschauen kann und dann das Gefühl hat, so funktioniert. Vor allem, ich glaube, es ist auch nicht gesund, dass man auch noch jegliche Form davon kann sehen. Ja, ja. Also, weißt du? Es gibt ja keinen Filter. Du kannst einfach eingeben, was du willst und dann kommt, siehst halt einfach, kommt. Was weiß ich was. Weil zum Beispiel, ich bin Fan gesehen, das ist jetzt kein Scheiß, ich bin Fan gesehen von... denen, weißt du, wo so am Anfang siehst so die Sonne langsam untergehen und es ist alles auf so einem Weißfilter und es hat noch so etwas Liebliches. I shit you not. Das habe ich eben noch easy gefunden, weil ich gemerkt habe, in die andere Richtung, nicht gut. Sicher nicht gut. Was ist die andere Richtung? Ja, die andere Richtung ist dann eben irgendwie, ich hänge die an die Zehen auf und wickle die in Alufolie ein, oder? Keine Ahnung was. Ich sag dir nicht, was ich anders sehe. Ich könnte jetzt Sachen erzählen. Nein, aber Alter. Ich will es nicht hören. Nein, es ist vor allem nicht... Also ich habe es nicht geschaut, weil ich es geil finde. Nein, es ist einfach so eine Exploring. Aber das meine ich. Aber das meine ich so, es gibt kein End zu dem. Es aber kann das immer heftiger eben. Werden. Darum ist dann wirklich so beautiful, romantic oder was weiß ich. Weil ich gewusst habe, hier überrascht mich sicher nie... Noch irgendeine Eisenstange. So. Ah, wenn es noch eine Eisenstange ist. Ah. Mit 17 Zacken. Oh, nein. No. Okay, ich will es gar nicht wissen. Doch, nein, jetzt, was nicht willst, wissen, sage ich das. Nein! Also. Autosticker. Wie findest du Autosticker? Autosticker? Einfach jetzt mal schnell das Thema. Ah, nein, ich wollte gerade erzählen von meinem Besuch in der Bizarre Boutique in Boutique Bizarre in Hamburg. Boutique Bizarre? Der Boutique Bizarre ist der größte Sexstore in Europa, glaube ich, oder in Deutschland. Und ich bin strahlehacke voll auf dem Kies gesehen. Und da ist halt, glaube bis um 12 Uhr oben offen. Und da ist wirklich am Eingang vom Kiez in Hamburg. Ich bin irgendwie auf der großen Freie gesaufen, blablabla, das Hotel oben gehabt. Bin nur 2 Tage dort gesehen. Und dann bin ich dran vorbeigelaufen und du musst ab dem 8 Uhr oben steht der Security, dass nicht die ganzen Besoffenen reingehen. Du musst, glaube sogar 2 Euro Eintritt zahlen, dass sie so abschrecken, dass nicht alle Besoffenen reingehen und sich, was weiß ich, als irgendwie Scheiße anlösen. Vor allem 2 Euro in Hamburg. Puh. Ja. Das ist dann schon... Ja, das ist eine Wodka-Bombe. 2 Läden Untertrag ist eine 2,50er Wodka-Bombe. Eben. Das heisst, das war wie bei uns, wenn du würdest sagen, dass du in Magic Store X reinkommst, musst du 25 Stutz zahlen. Da warst du also, nein, heute nicht. Ja. Scheiß drauf. Was bin ich damals gesehen? 2021. Ja. Yeah. Dumm und voll. Und etwas vom Interessantesten, etwas vom Kaputtesten, was ich gesehen habe, ich bin da runter und das angeschaut, sie haben irgendwie 4 Stockwerke runter und das Unterste ist wirklich einfach Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Und du läufst dort runter und du siehst halt einfach wirklich, du kannst dir den Original mit Original Pferdehaar und Leder eine Pferdemaske für 2000 Euro kaufen. Mhm. Und dann haben sie nebenan so die Geschichte von Hamburg, wo es dann einmal im Jahr gibt es dann wirklich einen Umzug von allen Leuten, die sich die Pferdemaske kaufen. Mhm. Und du hast komplette Operationsbesteck-Sets. Cool. Mit Skalpell und Klammerle und so. Und so eine komplette Lederschürze für einen Metzger mit so einem Helm, mit einer Spritzschutzklappe. Und im letzten Ecke von der Boutique Bizarre in Hamburg, weißt du, steht im letzten Ecke,
im vierten Untergeschoss. Ein Bett. Stinknormales Bett. Dann laufst du um das Bett rum und das Bett hat auf der Seite einen Motor. Sieht ein bisschen aus wie eine Klimaanlage. Kannst du dir vorstellen, wo das hingeht? Bis jetzt nicht. Das Bett kostet, glaube ich, 3.500 Euro oder so. Aha. Und die Maschine rechts, was du dort machst, ist, du machst eine Folie über das Bett und tust die in die Maschine rein. Und dann kannst du auf dem Bett, was auch immer du willst, evakuieren. Okay. Und das ist so der Moment gewesen, wie du im Horrorfilm merkst, es ist jemand mit mir im Haus, ich muss jetzt hier raus. Ich bin richtig unten gestanden, so mit meinen 17 Wodka Maracuja in der Beere und haben mir gedacht, okay, jetzt sind wir zu weit gegangen. Oh mein Gott. Das ist nicht gut. Vakuumieren. 2x2 Meter Vakuumierbett. Ich meine, das würde nicht da stehen, wenn nicht irgendwann mal jemand danach gefragt hat. Das wäre nicht das Thema. Gut, ich frage mich aber, wenn du so ein Vakuumierbett kaufst, gehst du in, wie heißt es, Boutique Bizarre, läufst ganz abends und sagst, das und ich nehme es jetzt mit. Können das bei mir daheim ausprobieren? Eben, oder bestellst es auf daheim mit Lieferservice. Also ich habe Freunde, wo relativ gut Geld verdienen, sagen wir es mal so, und sich einen wahnsinnig Spass daraus machen. Also in meinem Bekanntenkreis ist es wirklich ein toller Joke, sich gegenseitig Blödsinn zu bestellen auf so Seite. Also es geht auf Galaxus, kannst du dir für 900 Franken ein Dildo kaufen, der 1,20 Meter hoch ist und so groß. Okay, das finde ich auch. Und für 900 Franken. Und ein Kollege von mir hat im Suff da ins Büro von einem anderen Kollegen bestellt. Okay. Und die Büroadresse mit seinem Namen drauf. Ganz ehrlich. Und so ein Päckchen. Und er packt das raus. Verstande. Und es ist so ein Ding. Das verstand ich komplett. Ja. Und wenn ich 900 Stutz zu viel hätte, wäre es das Erste, was ich würde machen. Fuck, wie sind wir da angekommen? Und ich würd mir überlegen, wem, ja, wahrscheinlich würde ich es gerade bahnen. Also eigentlich müsste ich... Eigentlich müsste ich mindestens 9'000 Franken zu viel haben. Wenn wir ein GoFundMe starten? Und dann würde ich es einfach 10 Leute würde ich so einen schicken. Wenn wir ein GoFundMe starten? Ich fände es schon toll, wenn wir zum Beispiel Charles Anguilla so etwas könnte schicken. Ja, aber die Leute bei ihm fänden das alle lustig. Ich würde sagen, hast du deinen eigenen Dick in Lebensgröße machen lassen? Weißt du, mir ihm schicken? Wow. Stereotypes. Was ist, wenn der Charlie einen mega kleinen hat? Dann hast du Unrecht. Das ist eine sehr, sehr hypothetische Frage. Man munkelt. Nein, Charlie müsste mir so einen Melk-Vollautomat schicken. Ja. Mit so einer Melkhube. Wo es dann doch macht. Hätte er wahrscheinlich gekriegt. Als Teil vom Swiss Milk Deal. Du, übrigens, da, sie hat zwei Optionen, wie man sie für den Auftrag vergütet. Wir zahlen ihnen 5'000 Franken auf einem Lieblingskonto. Oder sie kriegen den Milkmaker 3'000. Eigentlich. Oh, der nehme ich. Damn. Milkmaker. Milkmaker, son. Oh, na also, gut, das machen wir. Also du und ich starten eine GoFundMe. vielleicht sogar zusammen mit dem Milchverband Schweiz und dann bestellen wir uns. Ich fände es lustig. Wenn wir so einen bestellen. Aber eben, den Gedankengang verstand ich absolut. Weil, früher, jetzt ist es ja easy mit Twint und so, aber früher, wenn du jemandem hast, müssen Geld überweisen, ist unser Spass gesehen, dass wir eben möglichst originelle Bezeichnungen in Betreff da haben, warum das Geld jetzt überwiesen worden ist, oder? Das heißt, das ist... Weil das wegen der Bankangestellten liest, oder was? Das ist immer meine Hoffnung gesehen. Aha. So, der dümmste Prank ever. So, ich nehme dort Anal Penetrator 3000. So. Darum habe ich dir 200 Stutz überwiesen. Ja, aber der Punkt ist ja, wenn du ihm 200 Stutz überwiesest mit Anal Penetrator 3000, ist ja das seine Dienstleistung. Dann machst du dir keinen Gefallen damit. Ich hab gedacht, hast du nicht ganz nachgedacht? Nein, ich hab gedacht, irgendjemand hockt einen und denkt so, boah, die haben aber immer komische Transaktionen.
Ja, die haben komische Transaktionen. Ja. Da hat er komische Güter verschoben. Komische Transaktionen. Nein. So, haben wir manchmal an der Soltmanowski traumatisiert mit dem. Ah, sitzt du da? Nicht? Hat immer wieder immer ja, schön ein Kind. Kannst du oft gehört lachen heute? Ja, lustig. Ah, kauft sich noch damit. Ah, kauft sich noch eine Melkmaschine. Also, genau, mit Steve, also, mein Humor. Nein, also wahrscheinlich so. Die Amateure. Genau. Dirty old man. Ihm würde es gehen. Ich würde es vollkommen gehen, dass er aber so alles rumliegen hat. Been there, done that. Ja. Yeah. Nein, er macht Sous-Vide wirklich im Bett. Sous-Vide? Ja, das ist ein Sous-Vide-Bett, so heisst es wahrscheinlich, oder? Keine Ahnung, es ist wirklich... Die Vakuumiermaschine. Nein, und das Problem ist, ich bin dann besoffen im Heimen ins Hotel, habe ins Wi-Fi eingeloggt und habe direkt nach Clips gesucht, wo Leute das machen. Und dann hast du gemerkt, oh, es gibt, geil, finde ich selber. Nein, Alter, es gibt wenig verstörend, dass es das nicht dort ist. Das ist wirklich nicht in Ordnung. Das ist wirklich nicht in Ordnung. Aber das ist ja das große Problem von der heutigen Zeit, dass jeder Mensch Selbstzensur muss betreiben. Wie meinst du? Ja, das heisst eben. Also nein, es ist nicht in Ordnung. Wenn das zwei Menschen machen wollen und sind beide damit einverstanden, finde ich es voll okay. Genau, aber dass du... Ich finde es heftig. Eben, dass du den Zugang zu dem hast, einfach so, weil du eben an dem oben kannst du um 5 Uhr morgen kannst du besoffen ins Hotel und kannst du Videos von dem geben. Ja. Das ist nicht gesund. Also, da muss ich jetzt aber auch ein Stück weit relativieren, weil ich das Gefühl habe, das ist nicht nur Scheiße. Weil Leute, die zum Beispiel spezielle Vorlieben haben, haben dank dem Internet vielleicht, weißt du, ich meine, es ist wie Magic Carter Fans. Ja, ja. Sie haben ihre eigene Subgroup. Aber da kannst du sicher einen Prozess durchgehen, kannst du sagen, ich finde Vakuumieren wirklich geil. Ja, also, weißt, irgendwie, da gibt es irgendein 4chan-Forum, wo alle, die Vakuumieren geil finden, sich dann darauf gönnen, oder? Und das finde ich auch super, wenn sich die Leute finden. Genau. Ich schaue das auf da und denke mir so, das ist eins viel. Ja. Yeah. Wirklich. Also in Alufolien einwickeln, okay, aber Vakuumieren, das ist nicht okay. Ja. Yeah. Aber, also. Aber das ist ja so eine Craze gewesen mit irgendwie all diesen... weißt du, so 2000er-Jahre, so alle die Snuff-Filme, wo du dann irgendwelche ganz, ganz schlimme Gewalttaten hast können schauen. Also Snuff-Filme, also Snuff-Porn ist ja... Nicht Snuff-Porn, sondern irgendwie mehr halt so... Ich gehe jetzt nicht ins Detail. Ja, aber also so und so. Also wirklich einfach mega viel Gewalt dargestellt worden ist. Ja, aber das ist ein Spielfilm. Okay, sag mal, was in Saw passiert? Also ich meine, wirklich ein Film? Ja. So, aber das sind ja Porns, oder nicht? Nein! Sondern halt irgendwie... Wie? Terroristen oder... Ah, wow! So Zeugs. Ja, das bin ich ganz kurz so mit 14, 15 Mal Bits drin abgerutscht, weil irgendein Kollege von mir in einer Website genannt hat, wo man wirklich einfach alle Clips auf der Welt hat können anschauen können. Ja, eben. Und das hat bei mir dann so etwas ausgelöst, dass es wirklich mir zwei Tage bin ich einfach leer gesehen. Also ich habe wirklich so nicht viel, vielleicht 10 so Videos gesehen von... Verkehr, so wirklich ungefiltert. Eben. Und das meine ich, das ist ja ein riesen Problem. Das ist komplett. Das meine ich mit unbeschränktem Zugang, dass du einfach, du kannst, ich könnte jetzt hier, ich wüsste nicht wo an, aber mit drei, vier Google-Klicks und Zeugs und Sachen irgendwie auf Reddit und so. Wüsste ich nicht wo an. Nein! Jojo. Nein, ohne Scheiß, ich weiß doch nicht, wie die scheiß Webseite heißt. Du weißt genau. Nein, ich weiß, was du meinst. Das so, ist schlimm. Das meine ich, oder? Und ich glaube, irgendjemand dort ist eins der grossen Probleme jetzt. Weil natürlich ist es toll, wenn du sagst, vakuumieren. Boah, ich habe früher schon das Fleisch so gerne vakuumiert. Irgendwann habe ich gemerkt, mein eigenes. Ich habe gesagt, sehr viel vakuumieren bringt nichts. Genau. Papi, du verstehst es. Ja. Du hast gemerkt, das muss mal der kleine Finger. Ja. Ist das so. Die schlimmste Folge, die ich habe? Definitiv. Definitiv. Die wird auch nicht ausgestrahlt. Okay, gut. Also, nein, ich kann noch das WC, es gibt nochmal einen Kaffee und den machen wir neu. Das ist jetzt der Pilot. Das ist Warmrede. Das ist Warmrede. Stellen wir es Darknet. Vor allem, ich nehme heute noch einen zweiten auf. Oh, ist doch wo schön. Ich, wo ich nicht in diesem Modus kann sein. Wer kommt denn noch? Der Philipp Funkhauser. Weiß nicht, wer das ist. Absolut die Blues-Legende. Folgst schon mal. Nein, also auf jeden Fall noch nicht Saxophon vakuumiert. Du hast schon andere Sachen mit dem Saxophon gemacht.
Also oben drei Blues. Wieso Saxophon? Ist das nicht Blues? Nein. Eine Schnurrgeige. Schnurrgeige und Banjo. Ich weiss es doch. Alter, schau mich bitte an. Mensch, ich habe eine Ahnung von Kultur. Los, ist du Musik? Ja. Ja? Was? Ja. Die mit Tönen. Nein, ich los lustigerweise zwei sehr sich gegensätzliche Szenen, die ich nicht gern habe. Ich los einerseits Hip-Hop, andererseits Metal. Doch, das geht ja Hand in Hand. Die hätte ich nicht gern. Doch, da hätte es ja schon. Das ist ja riesige Kollabos, gell? Ja, klar, Run DMC und Aerosmith und so. Und klar, aber, Anthrax. Nein, aber heute, Leute, die Hip-Hop, also weißt du, Leute, die Capital Bra hören, und ich auch ein paar Songs in der Playlist habe, die hören noch nicht Sepultura oder The Ghost Inside. Das sind sehr unterschiedliche. Ja, okay. Ich komme halt an einem Hip-Hop habe ich halt immer noch so. In meinem Kopf ist immer noch Biggie Hip-Hop, weißt du? Ist ja. Ja, ja, eben, aber ich check ja nicht, dass. Wie heißt es, die Straßenjungs 112? Also, nein, die Straßenjungs 112. So wird es ein Boomer sagen. 187 ist ja Straßenjungs 112. Das ist der Titel von der Episode. Straßenjungs 112. Das ist nicht so nach so einer RTL 2. Ja, nein, es ist wirklich so. Mit so schlechtesten Schauspieler und so Polizisten. Hey du, willst der Stress oder was? Als er gekommen ist, da dachte ich zuerst, er will mir eins in die Fresse hauen. Aber, okay, sorry. Nein, ich lasse das jetzt einfach machen. Ich lasse jetzt mal die... Ich habe es an deinem Gesicht gesehen, das nicht... Das ich bin froh, dass das bei dir und dem Schauspieler vorbei ist, weil das ist ja... Es ist RTL-worthy. Nein, eigentlich ist Straßenbahn, da heisst ich bin so ein guter Schauspieler, dass ich können, adäquat, akkurat... Fahrrad. Parat. Parat, die so darstellen. Nein, Straßenjungs 112 war wirklich, das war... Nein, wie heißen sie? 187 Straßenbande. Also die höre ich nicht wirklich. Ja, yeah, okay. Ein paar Songs von ein, zwei Capital Künstler. Bra, ist der Teil nur ein oder zwei Lieder. Ist der Teil von denen? Nein, eben nicht. Der kommt aus Berlin. Ja. Aber es sind wirklich, also von Deutschrap höre ich wirklich nur ausgesuchte Lieder, die mir einfach gefallen. Und dann gibt es aber wirklich Rapper, die einfach, egal was die bringen, ich finde es einfach Shit. Es ist egal, was die machen. Meek Mill, noch kein Meek Mill Song los, nicht Abartig 4, Lil Baby. Es gibt zu viele Babys. Ich kenne nur Da Baby. Baby. Ja, es gibt Da Baby, es gibt Lil Baby, dann gibt es Lil Nas X, dann gibt es fucking Baby irgendwas. Es gibt zu viele Babys und zu viele Lils. Ja, vor allem, es gibt so viele Lils, wo irgendwie, dort bin ich auch nicht rausgekommen. Lil Nas X habe ich nicht gecheckt. Okay, ist das jetzt irgendwie der Sohn vom Nas? Ah, das ist definitiv nicht der Sohn. Nein, das habe ich nicht gemerkt. Er fickt mit dem Teufel. Ja, ja. Das ist... Er fickt mit dem Teufel. Und Lil gibt's auch ganz viel. Weißt du noch, was der Lil Bow Wow gegeben hat? Und irgendwann ist er nicht mehr Lil gesehen, dann hat er gefunden, er ist jetzt der Bow Wow. Im Schwimmunterricht hat er das Krebsli-Abzeichen gemacht und dann ist er der Bauwau geworden. Weißt du, wo der Nelly ein Pflaster auf der Backe hatte? Oh, so geil. Auf der Backe. Und dort hat er wirklich das Gefühl gehabt, es ist Gangster. Nein, es ist ein Fashion-Statement gewesen. Es ist Gangster und danach hat er Gangster. Gangster, Alter. Das ist... Nein, Musik und sonst Metal. Metal ist halt auch nice. Metal ist für hässig und traurig und Hip-Hop ist für all day, every day and party. Aha. Drake, zum Beispiel auch Drake. Ja. Es gibt keinen Drake-Song, wo ich los und ich denke, drei geschissen. Wirklich? Nein. Kein einziger? Jo, ich kann es nicht alle los, aber ich finde, der Typ ist so... Also seine Musik, er schreibt es ja schon lange nicht mehr selber, aber ist auf seine Musik ist auf The Boy Doesn't Miss. Ja. Kanye, da hat es genommen. Wow, ist der gelüpft. Extrem. Hat es ihn gelüpft. Hat aber ein geiler Shit. Ja, Alter, er ist ja vor allem Milliardär. Das ist ja völlig egal. Wenn du Milliardär bist, ist ja völlig... Er hat seine Rede gesehen. Hast du Big to Fail, oder? Ja, aber er ist ja too crazy to fail. Die Leute lieben das ja. Er ist ja jetzt irgendwie gefühlt relevanter denn je. Aber auch für die falschen Gründe. Er haltet jetzt irgendwelche Reden an Highschools oder so, wenn er findet, Kim je, müsste wieder mit der Kim zusammenkommen. Weil dann würde er ein Vorbild sein für Millionen von Amerikanern, die sich gerade am Trennen sind. Eigentlich eine schöne Message. Ich glaube, du verstehst nicht, dass wenn jemand nicht will mit dir zusammen sein, du ihnen nicht kannst sagen, dass du jetzt ein Vorbild für die Nation musst sein und darum sollten die wieder zusammen... Vor allem, sie ist jetzt in einer klassischen Rebound-Phase, weil sie ist mit einem Comedian jetzt zusammen. Mit dem Pete Davidson. Und zwar, eben, nicht irgendein, sondern Pete Davidson. So, der Inbegriff
von einem flawed Dude. Ist für mich aber ein krasser Abstieg ihrerseits. Ja. Nein, ist für mich ein krasser Abstieg ihrerseits. Kann ich West. Das ist so klassisch Rebound-Schissel, oder? Nein, aber der Pete Davidson ist für mich einfach auch nicht attraktiv. Ich denke mir so, was? Also die Frau, die er auch hat, also er muss ja so unglaublich funny sein. Oder es ist ja, was sein Stand-up bis jetzt noch nie zeigt. Was ich habe noch nie sein Stand-up gesehen. Was ich ehrliches Gefühl habe bei ihm, ist der Punkt, dass er Frauen so krass anzieht, weil er so der, wie soll ich sagen, so der kaputte, unredbare, ja. Nein, eben Drogennamen. Nicht unredbar, ja, sondern ich rette. Ich rette, voll. Ja. Der kaputte, vielleicht rettbare, verletzte, nicht richtig verstandene, interessante, dunkle, weißt du, ich meine, ja. Dude ist, wo dann oben drauf noch funny ist. Also, der ist erscheint sehr funny. Kann ich mir schon vorstellen. Er ist so ein bisschen wie der Michi Schmid. Aber Michi Schmid ist besser gemacht als der Pete Davidson. Der Porno-Michi. Der Porno-Michi. Seine Pornos habe ich geschaut. Zwei. Immer noch. Das war der Grund, warum ich aufgehört habe, Pornos zu konsumieren. Wird gesagt, das ist besser, wird es nicht. Nein, also es ist halt einfach auch wirklich. Er hat sicher, glaube ich, ein professionell produziertes Zeug, aber eben da, was ein Trial-Link für seine OnlyFans gegeben. Und die ersten zwei Clips sind wirklich auch mit dem Handy, wie er es von oben filmt. Und du hörst ihn schnaufen. Es ist wirklich auch so. Das ist 30 Sekunden der Clip. 30 Sekunden? Ja, und ich mir denke, so, Leute geben 10 Franken für das aus. Ja, es ist halt wie Instagram. Ja. Yeah. Du postest. Aha, ich habe gemeint, du schaust dann so 1 Stunde. Das hat es, glaube ich, auch, aber du kriegst Access auf ein OnlyFans-Profil. Und das ist dann wie ein Instagram-Profil und du siehst alles, was die je gepostet haben. Voll. Wird auch gepostet. So. Du nicht so, als wärst du nie auf OnlyFans. Ohne Scheiß nicht! Ich sag dir, wie kannst du mit einem Lügner zusammen arbeiten? Nein, Christoph, wie kannst du mit einem Lügner zusammen Business machen? Ich sag dir jetzt etwas. Ich sag dir nach der Show, jemand, den wir kennen, hat mir für letzten Geburtstag 26 Franken getwintet und gesagt, da für einen Monat OnlyFans Michi Schmid. Ah, ich weiß was. Aber ich habe es bis jetzt noch nie eingelöst. Ja, hast du Moritz Schädler gesehen? Nein. Hast du Moritz Schädler gesehen? Nein, der hat mir auf sein Login geschickt. Ah, ja, okay. Der gibt doch nicht nochmal Geld aus. Das sagt, ich share meinen Account. Eben, hey. Ich habe es noch nicht gemacht. Ohne Scheiß, ich habe es noch nicht gemacht. Aber ich mache es noch. Aber ich bin wirklich noch nie auf OnlyFans gesehen. Machen wir es jetzt live? Darf ich noch pissen? Log dich mal ein, mach mal. Was log dich mal ein? Mach mal deine Kreditkarte für und mach jetzt OnlyFans. Was? Nein, ich mach nicht meine Kreditkarte. Ich gebe. Darf ich noch schiffen? Geht das? Ich kann es wirklich nicht mehr heben. Irgendwann müssen wir noch so... was machen wir? So 20 Minuten machen wir noch und dann muss ich langsam abklemmen. Was muss ich auf onlyfans.com oder was ist es? Er ist jetzt einfach gegangen. So, tatsächlich. Oh Gott. Sign in. Nein, ich will das Handy sicher nicht anhängen. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Nein, bitte nicht. Dann kriege ich wahrscheinlich auch noch Stress. Weißt du, wenn ich da Zeugs vom Account zeige, wo man sonst dafür muss zahlen, das wäre nicht die Idee, oder? E-Mail, forgot password. Accept all. So, weißt du, was wir jetzt machen? Jetzt haben wir gerade überlegt. Ich gebe meine Kreditkarte-Details im Matteo und er soll sich bei ihm einloggen. Aber dann hat er meine Kreditkarte-Details. Das will ich auch nicht. Ich habe so keine Lust, das jetzt zu machen. Ich lese lieber ein bisschen Mails, die noch reingekommen sind. So, da kommt er wieder. Ich habe so keinen Bock, das zu machen. Nein, das... Wie ist das gemacht? Das wird jetzt... Nein. Es gibt jetzt ein Live-Tasting. Nein. Vor allem, Christoph hat schon gefragt, ob man es mal anhängen. Was? Anhängen? Das Handy. Ah, natürlich! Nein, es geht ja nicht. Es kommt ja auf YouTube. Drüber es geht ja nicht. Oder so, ja. Es geht ja leider nicht. Wir haben jetzt Fotos von Pete Davidson dort. Nein, mach jetzt. Ohne Scheiß. Wenn ich die Handy führe, ohne Fans... Zeig mir doch auf das eine Gratis-Video. Nein, das ist schon auf seinem Profil.
leider. Aha. Und du hast auf zwei Videos können schauen? Ich habe nur zwei angeschaut. Alter. Mehr mache ich nicht. Kann man so Screen Grab machen bei dir? Ja, ja, vielleicht habe ich noch etwas. Wirklich? Ah nein, also ein Video habe ich fix. Ach, an dem Geburtstag. Ich habe ein Video. Warte, also erstens mal. Also allererstens mal habe ich ein Video von seinem Geburtstag. Das hast du schon gesagt, ja. Wo er sich selber filmt. Auf Instagram gefilmt, gestellt hat. Okay. Und du hörst halt gewisse Geräusche. Okay. Das zeige ich dir nicht. Das ist egal. Du bist jetzt am gleichen Punkt wie ich vor zwei Minuten so. Ja, also OnlyFans wäre es noch lustig gewesen, weil wir ohne Sound können einfach schauen, so, was er macht. Aha. Das ist schon lustig, weil er ist nicht so gross. Ich finde es recht lustig, weil er ist etwas so gross. Er ist so der Schweizer Hasbulla. Und das ist halt schon witzig, wenn man dann, oder? Wenn man dann merkt, er braucht ein Böckli, um aufs Bett auf. Und Frauen sind 1,80 groß. Ja, ja, das würde ich ihm eigentlich gönnen, dass er mit so Volleyballspielerinnen muss. Okay, wie sind wir jetzt wieder zu Ich habe keine Ahnung, völlig verloren. Der Faden verloren, was da eigentlich passiert. Aber ja. Es ist sowieso egal, weil es lässt jetzt eh niemand mehr zu. Klassiker. Spätestens nachdem wir über das Vakuumierbett geredet haben, ist es so, also vor allem bei deinem Publikum, ist super, für die Werbung, die wir jetzt gleich machen, für die neue Show, die ich wieder hoste in Basel. Genial! Nein, wirklich, das ist Preview. Ja, es heisst Stand Up Raw. Ja, also, das ist Comedy ohne Gummi. Das ist... Das macht schon bei Michi Schmid eben. Nein, Michi Schmid ist Comedy ohne Gummi. Nein, Der hat eine Show gehabt, die hat geheißen... Bareback Comedy. Bareback Comedy. Und auch an dem oben habe ich erfahren, was Bareback heisst. Habe ich auch nicht gewusst. Ja? Yeah. Was? Hey, ich bin so eine Out of Touch. Was bist Boomer. Du denn? Ich habe gedacht, du bist ein Freak, Joel. Mm. Ich habe immer gedacht, hinter diesen lieben Augen und dem vielen Lachen und einer fragwürdigen Frisur verbirgt sich doch ein dunkles Geheimnis. Scheinbar nicht. Ja. Scheinbar bist du wirklich der Strickpullover tragende Boomer, den du nach außen porträtierst. Oh je. Gott, bist du langweilig. So, mein Ausmaß ist eben ein Furzwitz im Programm. Das ist mittlerweile mein Ausmaß. Nein, ich habe nicht gewusst, was das heisst, ganz ehrlich. Wie hast du das bis dort nicht genannt? Was? Bareback. Bareback? Was ist das für dich gewesen, bis ja, zu diesem Zeitpunkt? Ohne Gummi. Hm, okay. Also, normal habe ich es genannt. Normal? Schatz, machen wir heute normal? Machen wir es heute normal oder machen wir es heute... Können Sie das einpacken oder kann ich es normal haben? Kann ich es... Ich hätte es gerne... Stand-up normal. Ja. Genau, du übernimmst, du machst ein neues Comedy-Format. Ich übernehme nicht Comedy im Balz. Nein. Du machst ein neues Comedy-Format im Balz. Ja, du übernimmst, aber es ist sehr ähnlich. Also du übernimmst ein paar Strukturen. Strukturen, genau. Ja. Aber trotzdem, also du bist ja trotzdem noch irgendwie einmal ein bisschen involviert als Berater, würde man mal sagen. Ja, aber nicht lang. Du musst schon schnell lernen, wie das funktioniert. Gleitenden Übergang. Mir wird auf der Schlüssel vom Club in die Hand gedruckt, so mach uns alles scheißegal. Ich werde massiv das unterstützt. Auch, das war ja gefährlich bei dir. Ja. Nein, aber ich werde ja massiv unterstützt von der Balz. Das kann man, das kann man, ich finde, das muss man auch sagen, ist, das ist bei weitem nicht ein Projekt, nicht mein Projekt. Ich bin einfach auf dem Plakat drauf und host das. Aber im Hintergrund schaffen ja viel mehr Leute als nur ich. Also vor allem bis jetzt haben viel mehr Leute geschafft als ich. Ich habe das Gefühl, ich habe nichts gemacht. Das ist ein bisschen ein schlechtes Gewissen. Aber du hilfst schon noch so ein bisschen, was Line-Up und Bookings-Sachen angeht. Aber den ganzen Rest kann ich dann lernen. Übernehmen. Ja, nein, du weißt noch nicht. Aber also eigentlich hostest du weiter die Show. Und ja, das wird sicher mal dreimal im Frühjahr, dreimal im Herbst stattfinden, sehr ähnlich wie Comedy im Balz schon. Also eben so Sachen bleiben ja bestehen. Yeah. Letzte Mittwoch im Monat, drei Termine im Frühjahr, drei Termine im Herbst. Und es wird weiterhin Comedy sein.
Aber der Fokus im Optimum haben wir auf jedem Line-Up mindestens eine Person drauf, die ich noch nie da war. Also die Headliner sind optimalerweise sind Headliner Deutsche oder einmal Newcomer, die wirklich in den letzten 8 Jahren wenig bis gar nicht dort gewesen sind. Also auch wieder das mal ein bisschen. Dass nicht einfach zum 5. oder 6. Mal die Person kommt, die Deutsch schon gesehen haben. Ja. Yeah. Außer die Person hat vielleicht etwas Neues, was wir dann auch können diskutieren. Aber der Fokus war eher auf jung, also junge Künstlerinnen und Künstler und nur Stand-up-Comedy. Also kein Kabarett, keine Musik, kein. Ah, das schließt der Kreis wieder. Was ist jetzt der Stand-up, was ist Kabarett? Ja, das ist ja dann auch der Punkt. Und ich dachte, fuck, was ist denn, wenn ich jetzt in Deutschland einen sehe, der sau lustig kann jonglieren kann? Yeah. Ja. Schönes Bein geschossen. Ja. Yeah. Ja, gut, das geht im Ball eh nicht, weil der Deck ist so tief. Ja, was ist, wenn er auf den Knie jongliert? Was ist, wenn er keine Beine hat? Du denkst zu wenig weit aus der Box. Ja, aber da kann ich dann. Okay, das Lustige ist vielleicht das. Dass er keine Beine hat. Nein, wenn, und wenn ein Ball. Wenn ein Ball runterfällt, kann er sie nicht holen. Das ist lustig. Das findest du lustig, Joel. Das ist lustiger für dich. Wow. Du kommst jetzt der Freak aus. Das haltet mir, ja. Das Lustige ist, er hat keine Beine. Das Lustige ist, er ist auf zwei Landminen gestanden. Das ist. Hilarious. Wo ich die beste Werbung für das Event. Ah, da hast du ja schon ein paar Tickets weg. Ach. Immerhin. Ja, ein paar Tickets aus Sympathie, ein paar Sympathietickets. Ah, und die spezifische Person, das habe ich gar noch nicht eingerechnet, will weiterhin Abo machen. Das heisst, es sind eh schon noch mehr Tickets weg, als wir eigentlich schon verkauft haben. Ah, sehr gut. Das heisst, eine Reihe haben wir, glaube ich, schon wieder fix vergeben für das ganze Jahr. Voll geil. Was sehr schön ist. Freut mich wahnsinnig. Ja, und jetzt können wir. Wieso wird mir das eigentlich immer vorgehalten, dass ich Freude nicht gegen raus. Und der Christoph lacht. Ich weiß nicht, warum es dir vorgehalten wird. Also wird mir immer vorgehalten. Ja. Nein, siehst du happy aus. Lach doch mal. Ich habe gelacht auf der Bühne, dort, wo wir es übergeben haben. Dort habe ich gesmiled. Charlie ist zu mir gekommen. Alter, schau, wie du smilst. Schau, wie du smilst. Wolltest du Milkmaster? Oder wie hat es geheißen? Ich schaue jetzt, was das kostet. Ich würde das im Charlie bestellen. Ist scheißegal, ob es benutzt, aber ich würde ihm die billigste Milchmaschine. Es ist bald Weihnachten. Hast du es gerade sagen, er hätte doch schon eine Milchmaschine? Ja, eben von Swiss Milk. Ich habe gerade gedacht, wie abschätzig redest du. Was? Oh je, So. Hey, Oi. Und, wie viel kostet es? Da geht es aber los, du. Bist du wieder auf deiner Porno-Seite gelandet? Nein, ich bin clean. Ziegenmelkmaschine. ich muss da noch Erotik hinten dran tun. Nein. Erotik. Erotik-Melkmaschine. Ah, du suchst wirklich Erotik. Melkmaschine für den Mann. 539 Euro. Sind nicht ganz dicht. Das ist von Porsche. 700 Franken! F-Maschine Trembler. Schaffst du einen Koffer mit einem kompletten Anschluss? Nein, da kaufe ich das vom Landi. Das ist sicher gleich gut. Können Sie? Das gibt es sicher im Aldi. Gibt's auch einen. Ja. Das liebe ich. Ich habe mal eine E-Gitarre im Aldi gekauft. Was? Wieso? Wieso? Hab ich gedacht, hol mir Tiefkühlpizza. Sven hat ein großartiges Bild über den Interdiscount. Ja, ja, das kenne ich einfach. Was machst du dort? Oh mein Gott. Nein, aber das ist doch schön. Das heißt, stell dir vor, aber ich sag dem Charlie, machst du unter Weihnachtsband, darfst du den ersten aufmachen, wenn Bescherung ist? Masturbator-Melkmaschine. Ja. Na, aber das Beste ist. Ah, ich wollte gerade fragen, zum Glück bist du im Privat. War mir doch egal, Alter, mein Browser verläuft. Wir sind auf einem Podcast. Nein, da, das ist. Melkmaschine, die normalen sehen eben so aus. Mit so einer Chromstahlhaube. Eben, ich habe so eigentlich. Ja, ja, und dann ist da vier Anschlüsse. Das ist so ein Wagen, was du. kannst du mit den Ausgang nehmen? Ich habe gemeint, du meinst. Das ist so der Charlie im Backstage mit so einem Schlauch in der Box, also so einer Chromstahlwagen. Siehst du, das ist eben. Automatisch pulsierende Vakuumpumpe, 140 Franken, das machen wir. Da. Eben,
Ich habe das gemeint. Ja. Ich habe gemeint, du meinst eine wirkliche Milchmaschine. Nein, das ist super. Ich kann natürlich nicht wieder den pornografischen Bezug können herstellen. Nein, das ist genial. Food Safety Materials. Food Grade Silicon Hose. Complementary Clean Milk. Easy to clean. Perfekt. Complementary Free Milk vor allem. Das hast du sicher auch schon mal eingegeben. Complementary Free Milk? Egal. Nein, ich habe mal Leute gesehen, die Cornflakes mit spezieller Milch gegessen haben. Ich komme in die Hölle, ich komme so fest in die Hölle, ist mir egal. Hey. Aber freust du dich darauf, dass du mich gebucht hast als die Opener? Der Podcast wird definitiv nie ausgestrahlt. Der Christoph, er hat eigentlich schon vor einer Stunde aufgehört aufnehmen. Er hat das File auch schon gelöscht. Ja. Die Folge ist Darknet, oder? Ins Darknet. Darknet. Weißt du, wie enttäuscht die Leute dort sind? Ja. Christoph, bist du schon mal im Darknet gesehen? Und wir zwei über Vakuumiermaschinen reden, ist ja das Letzte, was genau. Die Leute interessiert. Mhm. Was ich meine? Wahrscheinlich. Das will. Ist Darknet Facebook für Kinder, stellen wir es. Wie bitte? Wie stellen Sie das Darknet für Kinder? Ich habe gewusst, das ist ein Freak. Er kennt Darknet für Kinder. Gibt's das? Nein, es gibt, ja, es gibt schon, aber nicht für Kinder. Nein, sondern das Darknet, wenn mit du ein Kind Kinder willst. Ja. Schau, er lacht. Ja. Das ist okay. Ein Comedy-Podcast, oder? Ja, du bist wahnsinnig, lustig im Moment, Christoph. Mit dem Darknet ich für Kinder. Ich bin lustig, okay. Nein, bringst du mir zum Grölen. Ich rufe noch der Polizei an, das ist nicht ganz nicht. Darknet für Kinder. Hast du nicht mitbekommen, dass Facebook abartig auf die Finger geklopft worden ist, weil sie außerhalb vom englischsprachigen Raum wird Facebook auch für alles benutzt, Marketplace und so. So Fälle in den Philippinen, wo sie Leute verkauft haben. Und Facebook hat es einfach nicht zensiert oder so, weil die Schienen nicht können andere Sprachen botten. Also weißt du, AI erkennt andere Sprachen nicht. Und dann haben sie gesagt, hey, und darum heißen wir jetzt Meta. Voll. Ja. Voll. Sie haben extrem viel Flag bekommen für alles. Auch für die ganze Datenschutzsache und dann auf den Namen geändert. Muss man eh noch das Video anschauen, oder Mark Zuckerbergs Metaverse vorstellt. Wirklich, dass wir in einer Matrix leben scheint. Ja. Das ist ja eine komplette Augmented Reality, oder nicht? Yep. Ist der Typ wirklich ein Mensch? Alle Verschwörungstheorien... Nein, er ist der Lizard. Alle Verschwörungstheorien. Der einzige Lizard, oder? Auf Erde. Ich glaube, es bin niemand, außer niemandem. Und dann schaust du ihn an und du denkst, du bist irgendetwas, wo nicht ein Mensch ist, wo einen Mark Zuckerberg Maske anhat. Er ist ein Lizard. Seht der Typ, können wir ein Foto von Mark Zuckerberg? Er sieht wirklich aus. Was? So trinkt er? Hast du ihn gesehen trinken? Nein. Hast du ihn nie gesehen trinken? Er trinkt nicht so. Doch, gib mir nein, Mark. Also, nein. Wie der Donald Trump trinkt, habe ich gesehen. Donald Trump trinkt. Ja. Gib ihm, Mark. Glück. Achtung. Schau jetzt, wie der Zuckerberg. Haben wir Fullscreen auf dem. Das ist ein Lizard. Schau ihn an! Das ist ein Lizard. Er ist 100% ein Eidechse. Ich glaube an nichts. Ich kann nichts. Aber wenn er eines Tages macht und es kommt eine verdammte so eine Leguan raus. Ich hab gelesen, dass Justin Bieber sich an einem Airport kurz in eine Eidechse verwandelt. Und sie hat 300 Fans gehabt. Und sie haben alle Fotos und Videos gemacht. Aber iSecurity hat ihnen dann gesagt, sie müssen löschen. Ja. Der Klassiker. Es gibt ja ein Video, wie Hillary Clinton während dem Wahlkampf, ich glaube, sie hat eine Schwächeattacke gehabt. Und ist umgekehrt und die Security hat sie wirklich mitgeschleift. Yeah. Und die Verschwörungstheorie um das herum ist, sie ist ein Roboter und sie hat dann auch Batterien abgestellt und sie haben da leere Roboter müssen ins Auto hieven. Und ich mir denke so, Alter, die Frau ist irgendwie 73. Es hat nichts damit zu tun, dass sie ein Jahr lang 37 Termine am Tag hat. Hat wahrscheinlich den gleichen Cholesterinspiegel wie der Gerard Depardieu zur Bestseite. Und ein Dude daheim, der nie in der Hose gehabt hat. Genau, Hillary. Hillary, what you suck my cock? Da! Da hat sicher auch einen sehr starken Browserverlauf. I'm sorry, Hillary. I fucked another secretary. I hope you're okay with that. For the American people. I did not have sexual For the American intercourse. People, I didn't have sexual relationships. So, jetzt sind wir bei den Boomer, dass wir über so 90s Events laufen. Ja, wir reden über Präsidenten. So. Hey, ich klemme das jetzt ab. Weil ich hätte es schon vor einer Stunde 20 abklemmen sollten.
Ich komme nie mehr wieder. Weißt du, du lachst mich ein. Und dann bin ich, weil ich du sagst mir, sag einfach du selber. Dann bin ich selber. Ja, also, ich merke keinen großen Unterschied zu unseren sonstigen Gesprächen. Nein! Also, auch von meiner Seite nicht. Mensch, ich verstell mich jetzt. Es ist mir doch egal. Dein Name steht auf dem YouTube-Kanal. Das ist vielleicht eine gute Werbung, wenn ich das nicht mache. Kommt es nicht auf YouTube? Wo doch, eben, aber dort steht ja dann auch, dass du da bist. Ja, das ist doch... Denken sich Leute an, schau, das... Für meine Klickrate ist es super schlecht, nein, dass du da bist. Nein, das ist... Die Leute schauen die Episode und denken sich, Alter, da hat er irgendjemand in der Psychiatrie ein Make-A-Wish-Kind aus der Klapse geholt, Alter. Das ist halt ein Feel-Good-Podcast, Happy Day. Ja, ja, nein, aber Alter, jetzt mal Real Talk. Jetzt mal Real Talk. Was ist denn... Weil die ganze fucking Nation, die ganze Welt konsumiert Pornos, die ganze Welt hat ein Problem mit Übersexualisierung, die ganze Popkultur. Darum ist ja gut, haben wir darüber geredet. Nein, ich finde nichts falsch dran. Was ich komisch finde, ist, wenn man nicht über so Sachen redet und nicht sich dann pikieren. Aber, also weißt du, was ich meine? Ja. Yeah. So die, für mich ist das so der Inbegriff vom... Das Übertriebenste von dem sind so die erzkonservativen, homophoben Politiker, die dann später rauskommt, dass sie jedes Wochenende im Saunaclub gehen Schwanz lutschen, weil sie so fest Angst davor haben, sich zu outen, dass sie komplett in die andere Richtung gehen. Genau. Von dem her denke ich mir so, wenn es ein Ding ist, dann kann man ja darüber reden. Eben, darum ist ja gut, haben wir darüber geredet. Ist doch schön, oder nicht? Yes! Heute haben wir alles gehabt. So, habe ich dich das letzte Mal gefragt, was du machst, um dich gut zu fühlen? Ich habe es, glaube ich, in Länge und Breite erklärt. Heute. Die letzte. So viel gut fühlen, mache ich eben nicht mehr. Nein, was ich mache, damit gut fühlen. Ich muss ehrlich sagen, fast am besten fühle ich mich nach einem soliden MMA-Training. Ja. Das ist entweder gut Pads oder Sparring. Ja. Und das habe ich jetzt 2 Wochen nicht gemacht. Ich war Woche krank, letzte Woche nur Gigs. Heute oben gehe ich ins Kickboxen. MMA-Stand-Up einfach. Und wenn das hart ist, wenn das gut ist, sitze ich nachher dort auf dem Bänkchen und denke mir so, okay, gut, ich habe keine Sorgen. Das sind auch die einzigen bewusst unfunny Posts, wo du auf Social Media machst. Das ist irgendwie nach dem Training wirklich einfach verschwitzt dort. Was heisst bewusst unfunny? Alles andere ist einfach unbewusst unfunny. Das andere war, probiert funny. Nein, aber... das Gesicht... Vielleicht fährt die Training schon früher an heute. Einseitiges Sparring. Warte, bis die Kameras ab sind. Einseitiges Sparring. Nein, ich freue mich einfach auf den Tag. Ah, übrigens, ich habe ein Foto, wie du mich auflöpfst. Wie du, nicht Suplex, wie heisst es? Single Leg. Von einem Single Leg. In der Küche, oder was? Yeah. Dort habe ich mir im Fall einfach im Rücken ein bisschen etwas gezogen. Mir hat den ganzen Donnerstag und Freitag habe ich Rückenweh gehabt und ich konnte nicht wirklich trainieren, weil ich einfach aus dem Rücken den aufgelöpft habe. Hey, zum Glück habe ich meine Ernährung angepasst. Nach sonst noch schlimmer geworden. Nach dem sursten Wodka-Soda von meinem Leben. Es war eigentlich Zitronensaft und Wodka gewesen. Genau. Sorry. Cool. Ja, MMA. MMA mache ich, um mich wohlfühlen. Ja. Ja, mehr mache ich eigentlich. Also, sonst geht es mir eigentlich relativ oft nicht gut von dem her. Was machst du, um dich wohlfühlen? So viel. Aber sicher nicht das hier. Doch, das auch. Das ist etwas, mein Auftreten. Ja, logischerweise auch. Ich habe kürzlich in einer Solo-Folge ein bisschen darüber geschwätzt und habe dann gemerkt, ich habe dort noch gesagt, ich werde immer wieder neue Sachen sagen, weil es ist so viel. Und dann ist mir eingefallen, was ich dort sicher nicht gesagt habe, ist Musik. Fuck, Musik. Wird so selten erwähnt. Machen oder losen? Also du machst schon Musik oder was? Ja, nicht mehr so viel. Nicht mehr so viel. Das habe ich früher wirklich so als Beschäftigungstherapie gemacht. Einfach so, hat geholfen, hat so ein bisschen so etwas Meditatives gehabt. Ja. Einfach irgendwie, du bist beschäftigt. Ja. Du bist irgendwie, du machst etwas und so. Mittlerweile habe ich genug zu tun, dass ich mich nicht noch zusätzlich muss beschäftigen. Aber nein, Musik für die verschiedensten Emotionen, ja. Für ich merke immer, wie Musik so viel kann machen kann, wie es einem kann motivieren, wie es einem kann eben happy machen, wie es einem aber auch kann, zum Beispiel, finde ich auch wichtig, wenn es einem mal nicht so gut geht, das auch wirklich auszuleben. Also weißt du, wirklich irgendwie, du hörst einen Song und du merkst, der triggert jetzt etwas bei mir, lass es raus. Voll geil. Für mich ist das richtige Wort Katalysator. Es ist für mich egal, genau. Welche Stimmung ich habe, ich kann Musik in die Richtung hören, es verstärkt die Stimmung. Yeah. Das ist schon
Was mache ich nicht unbedingt zu mir wohl, für stimmt schon, weil ich habe wirklich auch teilweise Songs, die ich Angst davor habe, die zu hören, yeah, weil es so viel in mir auslöst, so viel mit denen verbunden yeah ist. Oder? Und manchmal kann man dort rein. Aber viel besser eben auch, um sich gut zu fühlen, habe ich wirklich Songs, wo ich weiss, yeah. Die muss ich noch finden für mich. Ich habe ein paar Videos gehabt. Du hast einen, wo du gesagt hast, ah, das ist für mich der Joel-Song. Oh, der ist auf deinem Laptop gelaufen. Ich weiß leider nicht, wie er heisst. Aber ja, voll. Der läuft immer an all deinen Auftritten. Hold on, I'm coming. Ich glaube. Sam und Dave. Hold on, I'm coming. Zeig dir nachher. Mhm. Will, Fun Fact für dich. Was für lang, Titel? Lang E-Live-Song gesehen vom Robbie Lawler. Wirklich? Yes. So, das war's gesehen. Vielen herzlichen Dank. Matteo, bis bald. Und danke, Christoph. Entschuldigung für die Verstörung, aber auch nicht Entschuldigung. Peace. Ich weiß nicht, ob es da ist. Da 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 da